but so many minds will always stay. This final act was meant to cleanse a lifetime's argument that nothing comes from violence and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what my mother said to me. Oh.
flowers to see. Hey, hey, hey. Gaze around, gaze around, gaze around, gaze around, gaze around, gaze around. Gaze Ich komme doch noch mal ein bisschen höher, damit Sie mich auch alle sehen können. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier im Willy-Brandt-Haus. Unser Thema ist Integrationspolitik in Deutschland so jung und schon gescheitert? Fragezeichen. Wenn man die Publikation der vergangenen Wochen und Monate sich anschaut, dann sollte man vielleicht eher die Frage stellen, ist die Integration gescheitert oder ist die Jugend gescheitert? Ausrufezeichen, nicht Fragezeichen. Das wollen wir versuchen, in den nächsten paar Stunden, versuchen zu klären. Doch bevor wir die einzelnen Impulsreferate der jeweiligen Referenten hören, freue ich mich besonders, dass der Parteivorsitzende noch ein paar Worte an Sie richten wird. Daher einen herzlichen Applaus, bitteschön, Sigmar Gabriel. Es geht ja fix hier. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Wir wollen eine Debatte fortsetzen, die ja in den zurückliegenden Wochen und Monaten über das Thema Integration heftig geführt worden ist, auch wie lange nicht in unserem Land. Unzählige haben sich zu Wort gemeldet, viele mit ganz sachlichen Beiträgen, in denen die Probleme, aber vor allen Dingen auch die vielen Erfolge von Integration in unserem Land benannt wurden. Andere haben sich polemisch daran beteiligt, pauschalierend und auch, wie ich finde, ein paar ganz gefährliche Erklärungen und Lösungsansätze mit sich gebracht. Inzwischen füllen wieder andere Themen die Titelseiten der Zeitungen und ist ein bisschen, finde ich, die Gefahr, dass wir, wie häufig in solchen Debatten, immer nur dann eine erregte Diskussion in unserem Land führen, wenn entweder gerade was passiert ist, wie in einer Schule oder wenn jemand ein Buch veröffentlicht oder was man sich da so ausdenken kann, dann werden hektische Debatten geführt. Ich glaube, dass es vernünftig ist, wenn wir über eine längere Strecke uns mit diesem Thema befassen, auch weil aus meiner Sicht jedenfalls, ganz unabhängig, ob es die Titelseiten füllt oder nicht, eine tiefe Verunsicherung in dieser Diskussion geblieben ist und sicher auch so schnell nicht verschwinden wird. Ich erlebe zwei Formen von Verunsicherung. Eine unter Menschen mit Migrationshintergrund, wie das so schön heißt, die, was weiß ich, mich bei Karstadt ansprechen, wenn ich da mit meiner Tochter einkaufen gehe und kommen und sagen, gut, was wir Sie treffen, wir wollten Ihnen mal sagen, dass wir überlegen, ob wir Deutschland verlassen.
Leute, die schon aufgrund ihrer sprachlichen Möglichkeiten jedenfalls nicht den Eindruck machen, sie hätten Integrationsschwierigkeiten, ganz im Gegenteil. Leute, die gut integriert sind in den Arbeitsmarkt, die in dieser Gesellschaft seit vielen Jahrzehnten wohnen, vielleicht sogar hier geboren sind, die ganz häufig in den letzten Wochen und Monaten uns Briefe schreiben oder uns ansprechen und sagen, wir sind eigentlich am Überlegen, ob wir Deutschland verlassen. So richtig wohl fühlen wir uns bei euch nicht mehr. Diejenigen, die von denen wir annehmen oder auch wissen, dass sie nicht integriert sind, nehmen meistens die Debatten, die wir über sie führen, gar nicht zur Kenntnis, weil sie in der Regel die deutsche Sprache nicht so beherrschen, dass sie in der Lage oder auch Interesse hätten, unsere Zeitungen zu lesen oder noch schlimmer, Bücher in Deutschland zu kaufen und sie zu lesen. Aber die, die sozusagen gute Beispiele, die das Land bereichern, fühlen sich, glaube ich, sehr tief verunsichert über unsere Diskussion. Der zweite Teil der Verunsicherten sind natürlich diejenigen, die gerade, ich war gerade in Neukölln, dort Leute als Bio-Deutsche bezeichnet haben, fand ich einen ganz putzigen Begriff. Also die hier aus der ursprünglich deutschen Bevölkerung stammen, die Differenzierung zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und Bio-Deutschen fällt ja zunehmend schwieriger, das alle wissen wir, aber die sich sozusagen zur deutschen Ursprungsgesellschaft zählen, deren Verunsicherung ist auch groß. Ich glaube, auch die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Die explodierende Zustimmung zu dem, was Menschen in dem von Thilo Sarrazin geschriebenen Buch vermuten, diese explodierende Zustimmung aus der Mitte der deutschen Gesellschaft heraus, die, glaube ich, muss man auch als Verunsicherung werten und sich über die Frage unterhalten, was passiert da eigentlich gerade. Das heißt, unabhängig von der Frage, steht das auf den Titelseiten, ist es im Zentrum der aktuellen politischen Diskussion, bleibt das ein Thema, wo wir Verunsicherungen in unserem Land haben. Und deshalb glaube ich, dass es klug ist, dass die Sozialdemokratie sich damit in einer längeren Strecke auseinandersetzt. Sie tut das bereits mit einer ziemlich erfolgreichen Arbeit, Zukunftswerkstatt Integration, an der Spitze Klaus Wowereit, den ich hier entschuldigen muss, und Kenan Kollat, der hier vorne vor mir sitzt. Die beiden, wie ich finde, haben eine sehr erfolgreiche Arbeit, übrigens schon vor der hektischen Debatte im vergangenen Jahr oder im laufenden Jahr, allerdings mit etwas weniger öffentlicher Aufmerksamkeit, als diese Diskussion dort verdient ist. Kommt jetzt, sagt Kenan. Eine Integrationspolitik in Deutschland, die diese Bezeichnung auch verdient, ist, wie ich finde, tatsächlich jung. Es ist nicht so, dass nicht viele Menschen hier integriert wären und das schon seit langer Zeit. Aber dass sich die Politik intensiv mit der Frage auseinandersetzt, welche Rahmenbedingungen für gutes Leben und gutes Zusammenleben in Deutschland gestaltet sein müssen, welche Rahmenbedingungen fehlen und warum gutes Zusammenleben nicht funktioniert, diese Debatte ist so ganz alt noch nicht. Erst relativ spät hat die deutsche Politik dem Umstand Rechnung getragen, dass Zuwanderung in unserem Land eigentlich schon lange Einwanderung war. Übrigens auch die Eingewanderten haben das natürlich lange Zeit für sich nicht gesehen. Also aus vielen Freundschaften mit türkischen Familien weiß ich, dass es nicht selten so war, dass Kinder, wenn sie schulfähig waren, zurück in die Türkei geschickt wurden mit dem Hinweis, sie mögen doch dort zur Schule gehen, denn man käme ja bald zurück und es mache eigentlich keinen Sinn, dass die in Deutschland zur Schule gehen. Mit großen Mühen sind sie dann oftmals später wiedergekommen, als sich herausgestellt hat, dass die Eltern doch auf Dauer in Deutschland bleiben werden. Und der Begriff Deutschländer ist ja in der Türkei ein durchaus zwiespältiges Wort. Und auch die Gefühle der Menschen, die damit umzugehen haben, ist zwiespältig. Aber nächstes Jahr ist es 50 Jahre her, dass wir die sogenannten Gastarbeiter angeworben haben, die längst in unserem Land ihren dauerhaften Lebensmittelpunkt gefunden haben. Es ist, glaube ich, notwendig, sich mit dieser Geschichte der Integration und der Zuwanderung auch zu befassen, um die richtigen Schlüsse zu ziehen. Aber eins ist klar, viele der Probleme mit der Integration von Zugewanderten in unserem Land, die wir heute beklagen, haben ihren Ursprung in den Versäumnissen von Integrationspolitik in den letzten Jahrzehnten. Die Parallelgesellschaften, die sich in Deutschland herausgebildet haben, die waren ja für beide Seiten bequem. Für die Deutschen, die sich nicht wirklich interessieren mussten, wie denn das Leben der Zugewanderten hier ist, weil man ja sich lange genug einreden könnten, die gehören nicht zu uns und werden zurückgehen. Aber natürlich auch für die Zugewanderten ist es im Zweifel in der Parallelgesellschaft auch bequem, wenn man in Deutschland überleben kann, ohne die deutsche Sprache zu sprechen, ohne sich sozusagen einzulassen auf eine doch kulturell unterschiedliche Welt
und diese Schwierigkeit, die Anstrengung auf sich zu nehmen, beides zu behalten, die eigene kulturelle Identität und die sozusagen kulturelle Identität des Landes in sich aufzunehmen. Ich glaube, dass das für Menschen eine gewaltige Herausforderung ist und es wird für sie nicht einfacher, wenn die Gesellschaft, in die sie zuwandern, von ihnen immer sozusagen erstmal ein Bekenntnis zum Ablegen der eigenen kulturellen Identität fordert, bevor man sie hier akzeptiert. Ich glaube, dass das eine ganz schwierige, auch jeweils individuell schwierige Lebenssituation ist. Und deswegen ist das Zulassen von Parallelgesellschaften für die Deutschen wie für die Zugewanderten eine ganz bequeme Angelegenheit gewesen. Heute merken wir, dass das auch Probleme mit sich bringt. Die SPD hat eine lange Tradition in der Debatte. Ich finde, darauf darf sie durchaus mal hinweisen. Das kommunale Wahlrecht für Nicht-EU-Staatsangehörige haben Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Schleswig-Holstein das erste Mal versucht durchzusetzen. Es ist vor dem Hintergrund des Hinweises auf das Staatsbürgerrecht damals vom, wenn ich das richtig erinnere, Verfassungsgericht gestoppt worden. Daraus haben wir eine Konsequenz gezogen und haben gesagt, dann lasst uns die doppelte Staatsbürgerschaft einführen, weil das erstens fair ist, denjenigen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben, und zweitens, weil nach unserer Überzeugung das Wahlrecht am Ende kein Nationalitätenrecht ist, sondern Menschenrecht, bei dem Menschen, die auf Dauer hier leben, natürlich auch das Recht haben müssen, darüber zu entscheiden, wie demokratisch legitimierte Macht sich verteilt in Deutschland und wer sie ausüben darf. Dieses doppelte Staatsbürgerschaftsrecht, wir erinnern uns gut, ist in einer finsteren Kampagne aus der CDU heraus mit Roland Koch und vielen anderen damals gestoppt worden. Der dabei herausgekommene Kompromiss war ein Fortschritt gegenüber der Lage zuvor, wird aber von vielen Migrantinnen und Migranten bis heute auch der Sozialdemokratie angelastet, dass sie sich nicht kräftig genug durchgesetzt habe. Das, glaube ich, muss man auch zur Kenntnis nehmen, wenn wir wissen, trotzdem wir wissen, dass es ein großer Fortschritt war. Wir haben seitdem Sprachförderung und Integrationskurse. Übrigens, Sozialdemokraten haben zuerst begonnen, Sprachförderung vor der Grundschule einzuführen, und zwar in dem Bundesland, aus dem Christian Pfeiffer heute kommt, mit seiner großen Unterstützung in seinem Vorleben als Justizminister. Deswegen freue ich mich, dass er auch heute hier ist. Und manche auch in der SPD vergessen das. Zur Agenda 2010 gehörte das erste große Ganztagsschulprogramm in unserem Land mit 4 Milliarden Euro, das bis heute, glaube ich, auch ein Beitrag für eine bessere Ausbildung und Bildung aller Jugendlichen in Deutschland leistet, aber damit eben auch derjenigen, die aus manchmal etwas bildungsferneren Familien zu uns gewandert sind. Gleichzeitig merkt die SPD aber auch, sie hat die Verunsicherungen in der Gesellschaft unterschätzt, beide Seiten, sowohl der Migrantinnen und Migranten wie der deutschen Gesellschaft. Und sie hat auch zu lange ein paternalistisches Verhältnis gegenüber Ausländerinnen und Ausländern gehabt. Wir haben natürlich, sind davon ausgegangen, es ist doch eigentlich normal, dass die uns wählen. Wir sind doch die Guten. Wir sind doch die, die sich immer um Ausländerinnen und Ausländer kümmern. Bei uns habt ihr in der Partei gleiche Rechte und wir kämpfen für euch. Und wir haben ja auch gemerkt, dass bei denen, die wählen dürfen, der Anteil der sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler exorbitant hoch war. Eine Größenordnung, von der wir unter der deutschen Bevölkerung derzeit nur träumen dürfen. Aber es hat sich dabei auch eine Haltung herausgebildet, bei der auch in der SPD mehr eine Politik für Migrantinnen und Migranten gemacht wurde als mit ihnen. Also dass sie als Teil der deutschen Gesellschaft empfanden wurden, mit denen man gemeinsam Politik für eine gemeinsame Gesellschaft in Deutschland macht, das ist bei uns auch eher, naja, sagen wir mal, zumindest in Reden der Fall gewesen, aber in praktischem Handeln oftmals nicht. Wir haben durch dieses paternalistische Verhältnis zu Menschen, die aus den anderen Ländern zu uns gekommen sind, wir sind große Internationalisten bis heute, haben wir in Wahrheit natürlich auch einen Beitrag zur Akzeptanz der Segregation in unserer Gesellschaft geleistet, weil wir keine Politik mit allen und damit auch mit Migrantinnen und Migranten für alle in Deutschland gemacht haben, sondern sehr paternalistisch gedacht haben, wir machen das jetzt für euch und deshalb wählt uns doch bitte. Übrigens, ich will durchaus sagen, dass die Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben, für uns auch was Gutes haben. Wir haben ja erlebt, dass ein konservativer Ministerpräsident, der ein paar Jahre zuvor noch bei der Kampagne von Roland Koch mitgemacht hat, die erste Türkin zu einer türkischstämmige, eine Deutsche, zur Ministerin gemacht hat. Die Sozis haben ein bisschen erschrocken geguckt und gesagt,
wieso ist uns das eigentlich nicht passiert? Auf der anderen Seite, und stellen auch fest, dass viele aus den Migranten inzwischen alle Parteien wählen. Ich sage Ihnen mal, auch wenn das für die Sozialdemokratie manchmal ein bisschen schwierig ist zu akzeptieren, eigentlich ist das ein gutes Zeichen. Es ist ein gutes Zeichen, dass eine Partei, die vor ein paar Jahren noch eine kräftige ausländerfeindliche Politik gemacht hat, bereit ist zu akzeptieren, dass das Menschen sind, die zu unserer Gesellschaft gehören. Es ist auch ein bisschen brüchig in der Union. Die guten Reden von Christian Wulff zum Thema der Islam gehört auch zu uns, haben wir zu ziemlichem Ärger in seiner Partei geführt. Aber es ist erstmal ein gutes Zeichen. Und selbst, dass Ausländerinnen und Ausländer, wenn sie deutsche Staatsbürger werden, nicht mehr automatisch die SPD wählen, ist ein gutes Zeichen. Das ist nämlich ein gutes Zeichen für Integration in der Gesellschaft. Denn was haben Sozialdemokraten in unserer Gesellschaft erfahren? Dass, wenn die Gesellschaft liberaler wird, wenn Menschen emanzipierter sind, wenn sie nicht mehr in dem Milieu groß werden müssen, in dem ihre Eltern groß geworden sind, wenn sie nicht mehr im Arbeiterstadtteil wohnen müssen, weil sie inzwischen einen gesellschaftlichen Aufstieg gemacht haben, dass sie auch in anderen Stadtteilen leben können, dann haben sie zu unserem großen Bedauern es nicht mehr als selbstverständlich empfunden, SPD zu wählen. Das passiert jetzt auch unter Migrantinnen und Migranten. Es ist übrigens etwas, was wir Sozialdemokraten uns wünschen. Wir wollen nicht, dass Menschen in dem Leben, in das sie hineingeboren wurden, ihr Leben fortsetzen müssen. Und das bedeutet aber auch, dass ihre politischen Orientierungen sich verändern, ihre gesellschaftlichen Orientierungen. Das heißt nicht, dass man sie nicht gewinnen kann, aber es bedarf des Wettbewerbes um sie. Und wenn wir wollen, dass sie Wählerinnen und Wähler sind, dann heißt die differenzierte Orientierung auch an anderen Parteien, dass sich die SPD mehr anstrengen muss. Und das finde ich erstmal keine wirklich schlimme Erkenntnis, sondern eine ganz belebende. Deswegen glaube ich, dass das auch gute Zeichen hat, was sich da getan hat. Und es wäre eben heute vermutlich in der CDU nicht mehr so ohne weiteres denkbar, dass eine Partei wie die CDU einen so hart ausländerfeindlichen Wahlkampf führen könnte, wie das Roland Koch in Hessen mal mit Unterstützung seiner Partei getan hat. Allerdings gibt die Debatte auch in unserer Partei, in unserer Gesellschaft, muss bei der Integrationsdiskussion bereit sein, ein paar scheinbare Gewissheiten zu hinterfragen. Die Gewissheit für die meisten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist, dass da, wo Integration scheitert, es eigentlich soziale Ursachen hat. Für uns ist im Kern es ein Unterschichtsproblem und nicht ein kulturelles oder ein Zuwanderungsproblem. Wir wollen heute der Frage nachgehen, ob das eigentlich in dieser Ausschließlichkeit stimmt oder ob es kulturelle Überformungen gibt, die den Rückzug in die Parallelgesellschaft, wenn man sozial ausgegrenzt ist, mindestens mal erleichtern. Ich finde, wir müssen über diese Frage diskutieren, weil die kulturellen Verunsicherungen in unserem Land nicht dadurch beantwortet werden, dass wir sie ignorieren. Und das Zweite, die Konservativen gehen davon aus, dass mangelnde Integration eigentlich Integrationsunwilligkeit ist und dass man den Druck erhöhen muss, damit diese Integrationsunwilligkeit sich beseitigt. Sie haben sogar eine Debatte darüber begonnen, jedenfalls in der CSU, ob sie sozusagen am Ende religiös motiviert ist. Und ich finde, auch die müssen ihre Gewissheit hinterfragen, denn so einfach, wie sich das Teile dort immer noch machen, kann man die Debatte bestimmt nicht führen. Wir müssen also uns die Mühe machen, auch wir in der SPD, und den Mut haben, genau und gründlich hinzusehen. Die Antwort auf die Frage, ob die Integrationspolitik in unserem Land gescheitert ist oder nicht, darf kein pauschales Ja oder Nein beinhalten, weil es gibt viel zu viele positive Beispiele für Integration, ob das der türkische Facharbeiter, der türkische Unternehmer ist oder die russischstämmige Ärztin, Sportler, Musiker, Schriftsteller, auch Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. Und die Antwort kann auch nicht einfach Nein lauten, weil natürlich unbestreitbar massive Defizite existieren. Nach der oft hitzigen Debatte der letzten Wochen kommt es also jetzt darauf an, einen unverstellten Blick durch Pulverdampf oder durch Augenverschließen, dass dieser unverstellte Blick tatsächlich auf unser Land gerichtet wird. Und ich freue mich, dass wir dazu heute einige Gäste haben, die diesen unverstellten Blick selbst haben und ihnen der Politik hoffentlich nahe bringen können. Zuallererst Professor Boris Nünning hier vorne in der ersten Reihe, Professor Christian Pfeiffer, Frau Dr. Furutan, die schon einen sozialdemokratischen Bundesparteitag bereichern durfte.
und den Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herrn Kramer, unsere ersten Diskussionspartner. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Weitere Gäste werden sein Professor Ceylan, der etwas verspätet kommen wird. Und dann ist auch noch angekündigt, nee, ich glaube, das ist der letzte Gast, der, glaube ich, sich etwas aus Verkehrsgründen verspätet. Im ersten Teil der Diskussion wollen wir uns der Frage nähern, wie Integration funktioniert und welche Ursachen und Probleme dort vorliegen, wo sie nicht gelingt. Was haben wir erreicht? Wo haben wir Fehler gemacht? Und wie können wir die Integration in unserem Land verbessern? Im zweiten Teil der Diskussion soll dann stärker die Frage nach der Bedeutung von Kultur und Religion im Vordergrund stehen. Gibt es kulturelle und religiöse Barrieren, die Integration erschweren? Welche Chancen und welche Wege gibt es, um gesellschaftliche Zusammenhalt auch über kulturelle und religiöse Unterschiede hinweg herzustellen? Einige Leitgedanken, die aus dieser Sicht den Rahmen der Debatte setzen sollten, will ich nur kurz nennen. Ein Blick etwa in das in diesem Jahr vorgelegte Gutachten des Integrationsbarometers, sowas gibt es allerdings nicht in der Politik, sondern im Sachverständigenrat Deutscher Stiftungen für Integration und Migration, zeigt, dass manches durchaus vorangeht. Gerade in der zweiten und dritten Generation, so sagt dieses Barometer, der Eingewanderten zeigen sich deutliche Bildungsfortschritte, vor allem auch bei jungen Migrantinnen. Als Selbstständige tragen Migrantinnen und Migranten erheblich zu Wachstum und Beschäftigung in Deutschland bei. Schätzungen zufolge sind in den über 600.000 Migrantenunternehmen, 600.000 Unternehmen, in Deutschland insgesamt 2 bis 2,5 Millionen Menschen beschäftigt. Oder Einwanderer in Deutschland im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung haben zwar immer noch ein anderthalbfaches höheres Risiko der Arbeitslosigkeit, doch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die Erwerbsbeteiligung in Deutschland vergleichsweise hoch und auch in der Wirtschaftskrise stabil. Umfragen zeigen zudem, dass viele Migrantinnen und Migranten durchaus eine hohe eigene Motivation bekunden, am gesellschaftlichen Leben in Deutschland teilzuhaben und sich selbst auch Integration als, sagen wir mal, Ziel ihrer eigenen Lebenssituation und der Familie setzen. Und wenn wir unterwegs sind, ich war letzte Woche in Berlin, auch in dem Stadtteil, in dem am meisten über Integration in Deutschland diskutiert wird, in Neukölln, dann erlebt man, wie in kurzer Zeit wirklich rasante Erfolge erzielt werden können. Ich war in einem Gymnasium, einem Schweizer Gymnasium, das vor 5 Jahren in Berlin eine Situation hatte, wo das Gymnasium am Sterben war. Die Schülerzahl waren so 350 unter 400 Schülern und ich glaube, die Abiturquote, das ist ein Gymnasium, war bei 10%. 10%, am Ende waren die Klassen so bei 13, 14 Schülern, die noch zum Abitur gingen. Heute, 5 Jahre später, ist das Berlins einziges Ganztagsgymnasium, hat eine Schülerzahl von über 900 Schülern, Tendenz wachsend, die müssen gerade anbauen und haben, ich glaube, heute eine ganz normale, für Gymnasien übliche Quote der Schülerinnen und Schüler, die zum Abitur gebracht werden. 5 Jahre, einen kompletten Turnaround. Das Einzige, was einen an der Schule wirklich als Politiker ärgert, ist, wie viel Mühe die Lehrerinnen und Lehrer und übrigens der deutsch- oder türkisch-deutsche Verein, der ein starker Kooperationspartner dieser Schule mit etwa 93% Migrantinnen und Migranten als Schülerinnen und Schüler, wie viel Mühe die sich machen müssen, um in Deutschland und in Berlin Bedingungen herzustellen, die dazu geführt haben, dass dieses Gymnasium so erfolgreich sein konnte. Das heißt, die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die dort arbeiten, haben natürlich einen befristeten Arbeitsvertrag in Projektfinanzierung bei diesem Verein und nicht an der Schule. Natürlich ist die Projektfinanzierung immer wieder bedroht und ich glaube, das Ganztagsschulenmodell ist nur mit viel Mühe durch das geltende Schulgesetz durchgebracht worden als Modellversuch, weil normalerweise, so lautet hier in Berlin und in vielen anderen Ländern in der Bundesrepublik das Gesetz, sind Ganztagsschulen nicht vorgesehen für Gymnasien. Also was einen ärgert, ist nicht etwa die Lage in der Schule, sondern wie viel Mühe sich die Lehrerinnen und Lehrer und die beteiligten Eltern machen mussten, um überhaupt zu Bedingungen zu kommen, die ihnen dann diesen wirklich gewaltigen Erfolg in kurzer Zeit ermöglicht haben. Und bei der Grundschule nebenan haben wir gesehen, wie ich finde, eine der schönsten Grundschulen, die ich in Deutschland gesehen habe, ein paar habe ich gesehen, dass bei denen dann am Ende das Freizeitangebot daran scheitert, dass nicht genug Sponsoren da sind, weil die Projektfinanzierungsmittel
von 2000 Euro, damit alle Schülerinnen und Schüler zum Beispiel ein bestimmtes Sportangebot machen können, fehlen dann 2000 Euro, die wir nicht in der Lage sind, aufzubringen, um dieses Angebot aufrechtzuerhalten. Ich meine, das angesichts der Milliardendebatte, die wir hinter uns haben, da darf keiner sich wundern, warum die Politik für verrückt erklärt hat, wenn sie erklärt wird von den Betroffenen, wenn sie sich theoretische Debatten über Multikulti und Integrationsprobleme leistet, aber sozusagen der praktische Erfolg am Ende daran scheitert, dass wir nicht in der Lage sind, 2000 Euro für ein Sportangebot aufzubringen. Insofern, glaube ich, sind häufig die Schwierigkeiten, die wir haben, eher formaler Natur oder der Bedingungen, die wir nicht schaffen, aber nicht grundsätzlicher Natur. Das sind, finde ich, positive Signale und auch Fortschritte, die man nicht kleinreden darf, weil ich selber bin auch vom Beruf Pädagoge, wir alle wissen, am guten Beispiel lernt man mehr als am schlechten. Die Debatte über gelungene Integration ist wichtiger, als wir sie, glaube ich, derzeit wahrnehmen. Die Skandalisierung misslungener Integration gelingt nur, weil man die gelungene Integration nicht ausreichend daneben setzt. Und ich finde, über gelungene Integration darf man nicht nur an Jahrestagen oder in einzelnen Reden reden, das muss sozusagen Gegenstand der gesamten Debatte sein. Viele der Antworten übrigens, die wir finden müssen, werden am Ende kommunale Antworten sein. Ich glaube, dass was immer wir ans Zuwanderungsgesetz des Bundes schreiben, nur dann funktioniert, wenn die regionale Bildungs- und Integrationsarbeit auch tatsächlich Bedingungen hat, dass sie umgesetzt werden können. Die Situation, am Ende ist Integration konkret. Kann eine Stadt durch eine kluge Stadtentwicklung verhindern, dass sich Ghettos bilden? Kann eine Stadt, hat sie genug Mittel, dass ihre Schulen und Kindertagesstätten materiell, aber auch personell ausreichend gut ausgestattet sind? Gibt es genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe? Das, glaube ich, sind Diskussionen, die wir führen müssen. Und es ist natürlich entsetzlich, auch ein Beispiel aus dieser Bereisung in Neukölln, dass da, wo wir etwas haben, wie im Programm Soziale Stadt, wo das sozusagen funktioniert, dass genau dort die Bundesregierung ihr Streichkonzert ansetzt. Die größte Sorge der erfolgreichen Integrationspolitiker in Neukölln ist, dass das Programm Soziale Stadt derartig rasiert wird, dass dieser Erfolg in kurzer Zeit wieder zerstört wird. Und wir werden so etwas brauchen wie eine Gemeinschaftsaufgabe Bund-Länder für regionale Bildungs- und Integrationsförderung. Und wir müssen dafür als Bund die Finanzmittel bereitstellen, dass Länder und vor allen Dingen Städte und Kommunen diese Bildungs- und Integrationsaufgabe erfüllen können, durch eine Stärkung von Ganztagsschulen, durch die Entwicklung von Kindertagesstätten zu Familienbildungszentren. Das ist das, was wir nur kommunal werden erreichen können, aber dafür fehlen den Städten und Gemeinden die finanziellen Mittel. Deswegen hat die SPD-Fraktion und der SPD-Parteivorstand in den Mittelpunkt ihrer Debatte über die zukünftige Finanz- und Steuerpolitik auch gesetzt, wie wir Städte und Gemeinden ausreichend ausstatten wollen, um diese Aufgaben wahrzunehmen. Zu einer sachlichen Debatte natürlich gehört auch, über die Probleme zu reden, die immer noch existieren. Der Hinweis auf gelungene Integration dient nicht dazu, die misslungene zu verschweigen, aber beide Seiten sind von gleicher Bedeutung. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich viele Menschen ihren Problemen und Ängsten von der Politik alleine gelassen fühlen, denn sonst werden sich andere ihrer annehmen, die mit einem demokratisch und toleranten Deutschland wenig zu tun haben. Wo Ängste unbegründet und überzogen sind, ist Aufklärungsarbeit geboten, so langwierig und schwierig sie auch sein mag. Aber wo den Ängsten reale Probleme gegenüberstehen, müssen sie auch konsequent politisch angepackt werden. Und ich will zu den guten Beispielen aus Neukölln, dieser im letzten Woche stattgefundenen Bereisung, auch schlechte dazu nennen, weil das beides zum Bild, dass an 16 Schulen im Bezirk Neukölln ein Wachschutz existieren muss am Schuleingangstor, ist jedenfalls kein Hinweis darauf, dass die Schule in einem völlig unproblematischen Gebiet liegt. Dass migrantische Mittelstandsfamilien und deutsche Mittelstandsfamilien die Straßen und Stadtteile verlassen, mit dem Hinweis darauf, dass dort nachts eine Lautstärke herrscht und eine Umgangsform herrschen, die es ihnen nicht ermöglichen, den Schlaf zu finden, den sie brauchen, damit sie am nächsten Tag arbeiten können. Das ist keine böswillige Propaganda von Rechtsradikalen, sondern es ist das, was wir jeden Tag in diesen Stadtteilen zu hören bekommen. Und zwar völlig egal, ob es Deutsche oder Ausländer sind. Und der Wegzug der Mittelstandsfamilien destabilisiert natürlich solche Stadtteile. Deswegen
glaube ich, wir müssen auch über Broken Window reden. Auch wenn Giuliano vielleicht nicht der richtige Ratgeber ist, trotzdem Stadtteile, die sich so entwickeln und bei denen Recht und Ordnung, das Recht und Ordnungsgefühl der dort lebenden Menschen und der dort arbeitenden Menschen dauerhaft verletzt führt, führen dazu, dass sie weiter in eine schwierige Entwicklung hineinkommen. Das sind Dinge, die wir jedenfalls auch gesagt bekommen. Und ich kann der Sozialdemokratie nur empfehlen und allen anderen auch, das nicht als böswillige sozusagen Einzelfall wegzudrücken, sondern zu sagen, dass wir uns aus diesen Themen annehmen müssen, weil wir sonst die Ängste und Sorgen unserer Bevölkerung nicht ausreichend aufnehmen. Natürlich werden wir in Deutschland am Ende nur dann erfolgreich sein, wenn wir eine Sozialpolitik betreiben, die nicht zufrieden ist mit Fürsorge für die, die der Fürsorge bedürfen, sondern Sozialpolitik eine Politik ist, die sich zum Ziel setzt, Teilhabe für alle in dieser Gesellschaft zu ermöglichen. Und das bedeutet, dass sie mehr ist als Caritas und dass sie auch bedeuten muss, dass Menschen für die Leistung, die sie bei uns erbringen, auch wirklich erleben müssen, dass sie in diesem Land Chancen haben und unabhängig von ihrer Herkunft leben können aufgrund der Bedingungen, die dieses Land ermöglicht. Ein paar der Beispiele, die dafür notwendig sind, soziale Inklusion zu erreichen, Teilhabe zu ermöglichen, will ich nur kurz streifen. Integration, wie gesagt, beginnt eigentlich in der Familie und wenn Kinder geboren werden, nach der Geburt und nicht erst in dem ersten Grundschuljahr. Kindertagesstätten müssen deshalb vor allen Dingen in sozialen Brennpunkten misslungener Integration zu Familienbildungsstätten ausgebaut werden. Und man darf das Geld, das wir in Deutschland zur Verfügung haben, nicht dafür ausgeben, dass Eltern ihre Kinder demnächst nicht mehr in den Kindergarten bringen. Auf die Idee zu kommen, 150 Euro pro Monat an Eltern auszuzahlen, wenn sie ihre Kinder nicht in die Kindertagesstätten bringen, das ist ein wirklich geglückter Beitrag zur Desintegration in unserem Land. Deswegen, das Geld dafür einzusetzen, dass keiner einen Beitrag zum Kindergarten zahlen muss, wäre also das Geld in die Integration zu stecken, wäre wesentlich wichtiger. Integration findet natürlich in der Schule statt. Dazu müssen Schulen allerdings anders ausgestattet werden. Auch das wird Geld kosten. Auch da gilt der Hinweis, das Geld muss in die Institution und darf nicht für Scheinpolitik wie Bildungsgutscheine, 10 Euro für Reiten und Geigenunterricht pro Monat und andere Dinge verplempert werden. Wir haben in unseren Schulen zu wenig Bildungs-, zu wenig Sport-, zu wenig Musikangebote, zu wenig Erzieher, Sozialpädagogen, Psychologen, Ernährungsberater. All das macht übrigens eine erfolgreiche Schule in Skandinavien aus. Und genau das ist das, was in Deutschland die Fehlstelle ist. Es gibt gute Beispiele, wie das in Schulbezirken auch mit schwierigen Lagen bewältigt werden können. Das Albert-Schweitzer-Gymnasium ist ein solches Beispiel. Natürlich gehören auch klare Regeln dazu. Fördern und fordern sind auch hier die richtigen Seiten der gleichen Medaille. Die Herbert-Hoover-Oberschule in Berlin-Wedding zum Beispiel, mit einem Migrationsanteil von 90%, geht einen ganz relativ klaren und strikten Weg. Schulleitung, Lehrer, Eltern und Schüler haben sich unter anderem auf eine Deutschpflicht auf dem Schulhof verständigt. Ich finde eine interessante Debatte, die man auch mit den Betroffenen führen kann. Das nur zu verordnen, führt meistens nur zu Gegenbewegungen. Sich der Mühe auszusetzen, solche Regeln durchzusetzen, ist wesentlich schwieriger. Meine Damen und Herren, es gibt eine ganze Reihe weiterer Beispiele dafür, wie insbesondere im Bildungsbereich aus unserer Sicht mehr getan werden muss. Dazu zählt übrigens auch, dass wir bei den verschiedenen Integrationsdebatten in Deutschland auch stärker die reale Situation schildern müssen. Es ist natürlich ein politisches Armutszeugnis, Migrantinnen und Migranten Integrationskurse abzuverlangen, aber gar nicht genug Kurse und Plätze anzubieten, damit die, die das machen wollen, das eigentlich tun können. 9.000 Migrantinnen und Migranten warten derzeit auf einen Platz. Die Bundesregierung erklärt, sie wolle bis 2015 diesen Bedarf abgearbeitet haben. Ja, ich meine, gleichzeitig diskutiert sie über neue Zuwanderung aufgrund von Fachkräftemangel. Ich finde, die Aufgabe der Politik und auch der Unternehmen ist, auch den Schülern und Enkeln derjenigen, die wir mal zu uns eingeladen haben, Ausbildung und Arbeit zu garantieren und sich um die zu kümmern, die hier sind und nicht sich Zeit zu lassen bis 2015, 2018, 2020, um dann erst zu beginnen,
eine Debatte darüber zu führen, wie sie hier integriert werden können. Meine Damen und Herren, das alles sind Themen genug, die wir hier zu diskutieren haben. Wie gesagt, im zweiten Teil auch die Diskussion über kulturelle Unterschiede. Ich glaube, dass Christian Wulff zu Recht gesagt hat, dass der Islam zu Deutschland gehört. Ich glaube, dass das schlicht und ergreifend Fakt ist. Darüber muss man keine wirkliche Debatte führen. Und klar ist auch, dass diejenigen, die sich dieser Religion zugehörig empfinden, natürlich in unserem Land zu ihrem übergroßen Teil akzeptieren, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen religiöser Orientierung und der Akzeptanz der einzigen Leitkultur, die in Deutschland notwendig ist. Das ist nämlich das Grundgesetz, insbesondere die ersten 20 Artikel unserer Verfassung. Was wir tun können, um auch dort voranzukommen, wollen wir danach mit weiteren Gästen diskutieren. Jetzt wollen wir einsteigen über die Debatte, was ist gelungen, was ist misslungen und an welchen Stellen brauchen wir zusätzliche Initiativen, um bei den Integrationserfolgen voranzukommen. Herzlichen Dank nochmals an alle, die gekommen sind und herzlichen Dank an diejenigen, die uns jetzt klüger machen wollen. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus terminlichen Gründen haben wir den Ablauf jetzt etwas geändert. Deswegen wird Herr Christian Pfeiffer sofort mit seinem Impulsreferat beginnen. Und wenn wir Zeit haben, werden wir auch gleich noch ein paar Fragen beantworten. Ich hoffe, die Zeit werden wir finden. Und wenn wir diese Zeit nicht finden, bin ich mir sicher, dass der SPD-Parteivorstand Professor Pfeiffer im nächsten Jahr zur Zukunftswerkstatt, wie Herr Gabriel es auch angesprochen hat, auch einladen wird, um dann dort ausgiebig die Fragen zu beantworten. Ja, meine Damen und Herren, der Themenkomplex, Herr Gabriel hat es gesagt, lautet Empirie und soziologischer Kontext gelungener und misslungener Integration. Und es freut mich besonders, dass er jetzt hier ist. Er ist der Vorsitzende, der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Professor Dr. Christian Pfeiffer. Bitte schön. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich sofort einsteigen mit dem, was wir dazu aus empirischer Sicht beitragen können, zu dem, was Sigmar Gabriel gerade vorgetragen hat. Es war eine bundesweit durchgeführte, mit 45.000 Neuntklässlern gelaufene Datenerhebung. Sie hatten jeweils 2 Stunden Zeit, um unsere Fragen zu beantworten. 27% waren Migranten, etwa 12.000. Und Ihnen haben wir gestützt auf ESSA 4 Fragekomplexe vorgelegt. Erstens, bist du sprachlich integriert? In 4 Bereichen deines Lebens, Freunde, Familie, Kino, Fernsehen oder Bücher, nutzt du da die deutsche Sprache? Zweitens, befindet sich unter deinen besten 5 Freunden vielleicht auch ein deutscher Freund? Drittens, wie bist du in der Bildung integriert? Bist du Richtung Abitur unterwegs? Und viertens, fühlst du dich selber als Deutscher? Und die misslungene Integration haben wir ganz einfach gemessen über die Angabe, ich habe im letzten Jahr mindestens 5 Gewalttaten begangen, Intensivtäter der Gewalt. Ich orientiere mich zunächst mal primär an den Daten zu den türkischstämmigen 14- bis 16-Jährigen. 2600 von ihnen konnten wir erfassen. Beginne mit dem deutschen Pass, fast jeder Zweite hat einen. Schauen wir uns an, inwieweit sie von staatlichen Leistungen abhängig sind. Leider 28%. Wo die Eltern Hartz IV oder Arbeitslosengeld bekommen. Nur 32% gaben an, dass sie unter ihren besten 5 mindestens einen deutschen Freund haben, der niedrigste Wert aller befragten ethnischen Gruppen. Nur 16% Richtung Abitur unterwegs. Da zum Vergleich iranische Jugendliche 57, der höchste Wert gemeinsam mit Vietnamesen. Die Deutschen im gehobenen Mittelfeld mit 37, ihnen dicht auf der Spur, afghanische Jugendliche 35, am schlechtesten integriert in dieser Hinsicht, Libanesen mit 9%. Und dann schauen wir uns die Misserfolgsrate an. Türkische Jugendliche mit 8,3% Intensivtätern, ziemlich weit oben in der Skala, ganz am Ende die Vietnamesen mit 2,6 oder die Deutschen mit 3,3. Also auf den ersten Blick nicht so gut integriert. Was behindert gerade türkischstämmige Jugendliche, dass sie es nicht weiter vorankommen? Ein Punkt, den wir innerfamiliär feststellen mussten, jeder zweite 10-Jährige verfügt im
in der 4. Klasse bereits über eine eigene Playstation, wenn er türkischstämmig ist, bei den Deutschen zum Vergleich nur halb so viel. Oder Fernsehen, 54% der Türkischen gegenüber 32% der Deutschen. Mit dem Ergebnis, dass natürlich die türkischstämmigen Kinder dann viel, viel mehr Zeit mit Medien verbringen als die Einheimischen. Zweiter Punkt, hast du ein eigenes Zimmer? Ist ja durchaus wichtig, ungestört zu lernen und zu arbeiten. Bei den türkischstämmigen Kindern 40% haben keins, bei den Deutschen nur 4,6. Oder, ganz besonders wichtig, wie läuft es in der Familie, innerfamiliäre Gewalt? Leider ist eine sehr hohe Quote von 20,5% der türkischstämmigen Kinder, die von ihren Eltern nach den Angaben dieser Befragung misshandelt worden sind, bei den Deutschen ein Drittel. Und wo lebst du überhaupt? Soziale Einbettung. Fast die Hälfte der türkischstämmigen Kinder wächst in Familien auf, die in Stadtteilen sind, in denen die Deutschen eine klare Minderheit sind. Auch hier der deutlichste Wert von Rückzug oder eben Lebenssituation in einer von den Deutschen weitgehend fernen Wohnsituation. Letzter Punkt, Macho-Kultur, weil das die Integration sehr behindert. Beispiel, da haben wir 8 Fragen gehabt oder 8 Statements, wie zum Beispiel, der Mann ist das Oberhaupt der Familie und darf sich notfalls auch mit Gewalt durchsetzen. Dem stimmen 29% der türkischstämmigen männlichen Jugendlichen zu, die Deutschen zum Vergleich 4,6%. Also auf den ersten Blick keine gute Integration und viele Faktoren, die das Ergebnis erklären können. Und trotzdem ist die These falsch. Wir hätten hier nur Misserfolge zu beobachten. Erfreulicherweise gibt es riesige regionale Unterschiede. Nehmen wir mal die Zusammenfassung. Ich bin entweder Richtung Realschulabschluss unterwegs oder Richtung Abitur. Dann haben wir bei den türkischstämmigen Jugendlichen Gebiete, wo nur 12% in diesem Sinne gut integriert sind und andere 70% und dazwischen liegt der Rest. Oder ich nehme es am Beispiel von Bundesländern. Der Süden, Baden-Württemberg und Bayern, nur 26% der türkischstämmigen Kinder Richtung Realschulabschluss und Abitur unterwegs und in Norddeutschland 54. Haben die Norddeutschen die klügeren Türken abgekriegt, die Bayern die dümmeren? Natürlich nicht. Es ist eine Gleichverteilung da. Der Unterschied liegt im Bildungssystem. Das sehen wir daran, dass der Abstand zwischen den türkischstämmigen Jugendlichen und den Deutschen in Bayern riesengroß ist und in Baden-Württemberg mit 39 Prozentpunkten die Deutschen mehr, also 65 statt 26, die da Richtung Erfolg unterwegs sind. Und in Norddeutschland der Abstand zwischen türkischstämmigen und Deutschen mit nur 23 Prozentpunkten, die Deutschen besser sind, mit ihren 77 zu 54, nicht so ausgeprägt. Woher kommt das? Bayern und Baden-Württemberg bauen eine Integrationsbremse in ihr System ein. Am Ende der 4. Klasse ist die Schullaufbahnempfehlung bindend. Mit dem Erfolg, dass wir beispielsweise in München bei einem Städtevergleich 62% der türkischstämmigen Kinder in der Hauptschule hatten und in Hannover nur gut 30%. Gleichzeitig zeigen diese Daten über die riesigen regionalen Unterschiede der Bildungsintegration, wie groß die nicht ausgeschöpften Bildungsreserven sind. Wenn wir es in Hannover geschafft haben, dass fast 70% der türkischstämmigen Jugendlichen in diesem Sinne erfolgreich sind, Richtung Abitur, Richtung Realschulabschluss, warum die anderen nicht auch? Gehen wir zum nächsten Beispiel, soziale Integration, dasselbe Bild. Wir haben Gebiete, in denen nur 19% der türkischstämmigen Jugendlichen mit Deutschen befreundet sind und andere, wo es jeder Zweite ist. Wir haben die Kindergartenfrage gestellt. Erinnere dich mal an die Zeit, als du im Kindergarten warst. Bist du da primär mit Einheimischen groß geworden oder mit Fremden? Und es kommt raus, wenn der Mehmet mit Mustafa und Igor im Kindergarten aufwächst, hat er später im Alter von 15 nur zu 21% deutsche Freunde. Wenn er aber mit Max und Moritz aufgewachsen ist, dann 50% mehr, 33%. In Kanada macht man daraus eine Regel und sagt, alle Kindergärten, die staatliches Geld wollen, müssen die ersten 25-30% ihrer Plätze erstmal Migranten anbieten und dann kommen die Einheimischen zum Zug. Hat sich offenbar sehr positiv ausgewirkt. Noch ein anderes Beispiel. Wir haben eine Integrationsfrage gestellt, die sehr viel bringt. Bist du im letzten Jahr von einem Deutschen zum Geburtstag eingeladen worden? Mit riesigen regionalen Unterschieden, bei den 10-Jährigen beispielsweise
Am niedrigsten Dortmund, 27%, weil dort die Türken überwiegend in Stadtteilen unter sich bleiben. Und 90% dafür in Oldenburg, weil dort die türkischen Familien sich über die ganze Stadt verteilen. Und interessant ist nun, die Kinderkriminalität in Oldenburg am zweitniedrigsten von allen untersuchten Gebieten und in Dortmund die höchste. Und auch bei den 15-Jährigen später die ausgeprägteste Macho-Kultur der türkischstämmigen Jugendlichen in Dortmund und in Oldenburg die niedrigste. Soziale Integration läuft über Mischen und nicht über getrennte Lebenswelten. Wie sieht es mit dem Misserfolg der Integration aus, den ich schon angesprochen habe? Mehrfachtäterschaft. Auch da höchst spannend. Wir haben Gebiete mit 1-4% türkischstämmige Jugendliche, die Mehrfachtäter sind, und andere, und dann liegen sie dicht bei den Deutschen mit ihren 3,3, und andere, wo es 9-11% sind. Wenn wir anders differenzieren und fragen, nehmen wir doch mal all die türkischstämmigen, die gut integriert sind in all diesen vier Belangen, dann sind sie nur zu 1,5% Mehrfachtäter, die Mittelintegrierten zu 5 und die schlecht integrierten zu 11%, der siebenfache Wert im Vergleich zu den gut integrierten. Am deutlichsten wirkt sich das durch Bildung aus. Je besser gebildet türkischstämmige Jugendliche sind, umso weniger sind sie machohaft auftretend und gewalttätig. Wie kommt's? Wie kann man das bewirken? Geh nochmal auf nach Hannover, weil ich da schon gesagt hatte, da sind es fast 70%, die Richtung Erfolg unterwegs sind. Das hat 98 noch nicht so ausgesehen, als wir erstmals in Hannover forschten. Damals 50% der türkischen Kinder in der Hauptschule gelandet. Und dann in 8 Jahren ein radikaler Wechsel, hat nicht der Staat bewirkt, nicht die Kommune, wir Bürger waren es. Die Bürgerstiftung Hannover, die überall in den benachteiligten Stadtteilen Nachmittagsprojekte aufgelegt hat, nach dem Motto Lust auf Leben wecken, durch Musikprojekte, Tanzprojekte, Sportprojekte, gerade gezielt für die jungen Migranten und in enger Partnerschaft mit ihr, finanziert von der Bürgerstiftung, der Verein Mentor e.V., in dem inzwischen 1500 Menschen ehrenamtlich, kostenlos, 1-2 Mal die Woche Nachhilfe geben für kleine türkische Kinder, russische, jugoslawische und so weiter. Und davon gibt es inzwischen 292 Bürgerstiftungen in Deutschland, die so etwas ganz überwiegend initiieren, die sich in Integrationsprojekten aktiv einbringen. Mit Recht wurde vorhin von Sigmar Gabriel das Beispiel dieser Ganztagsschule, dieses Gymnasiums hervorgehoben. Davon haben wir zu wenig. Ich wünsche mir, das wäre die Rettung der Nachmittage, gerade für die Jungen, die sonst viel zu viel Zeit, gerade die Migrantenjungen, mit Fernsehen und Computerspielen verbringen, weil sie da früher und großzügiger ausgestattet werden von ihren Eltern. Wenn wir die Nachmittage retten wollen, dann brauchen wir Ganztagsschulen, die nicht Kinderbewahranstalten sind mit Suppenküche zwischendrin, sondern solche, die einem Motto verpflichtet sind, Lust auf Leben wecken, so wie das die Bürgerstiftung jetzt schon mit ihren Nachmittagsprogrammen überall versucht, durch Sport, Musik, Theater, soziales Lernen, damit die Kinder Leidenschaften entwickeln für Dinge, die im Leben sinnvoll sind. Es gibt freilich einen Faktor, der Integration behindert. Auch das mussten wir feststellen. Wir haben ja Regionszugehörigkeit und Religiosität gemessen nach 4 Merkmalen. Erstens, wie oft betest du denn? Wie oft hast du den Dialog mit Gott? Und zweitens, wie war denn deine Kindererziehung stark religiös geprägt oder weniger? 4 Abstufungsmöglichkeiten. Drittens, wie oft gehst du in ein Gotteshaus, in eine Moschee? Und viertens, wie wichtig, das ist wohl die wichtigste Frage gewesen, wie wichtig ist dir deine Religion in deinem persönlichen Leben? Auch von ganz unwichtig bis hochwichtig anzukreuzen. Dadurch konnten wir differenzieren, ich gehe wieder zurück zu den türkischstämmigen Jugendlichen, in solche, die gar nicht gläubig sind, eine Minderheit, in solche, die so ein bisschen, dann normal religiös oder hochreligiös. Ich unterscheide jetzt zwischen diesen beiden Extremen, gar nicht religiös oder hochreligiös. Die Hochreligiösen liegen bei dem Sprachwert, der zwischen 1 und 4 liegen konnte, bei 2,4. Die Nichtreligiösen bei 3,1. Oder Abitur, die Hochreligiösen 11,5, die Nichtreligiösen 22, fast doppelt. Oder deutsche Freunde 22, gegen 43, auch hier fast doppelt so hoher Wert. Und ein Riesenunterschied, wenn wir fragen, fühlst du dich als Deutscher? Die hochreligiösen türkischstämmigen Jugendlichen nur zu 14,5%, ich bin ein Deutscher, nach meinem Gefühl. Obwohl sie zu fast 89% genau in Deutschland geboren sind. Und die anderen, die nichtreligiösen, zu 51%.
Anders ausgedrückt, je öfter türkischstämmige Jugendliche in ihre Moscheegemeinde sich einbringen, je stärker sie sich dort zu Hause fühlen, je stärker sie in ihrem Glauben im Netzwerk und persönlich verankert sind, umso schlechter sind sie integriert. Merkwürdig. Woher kommt das? Wir haben außerdem feststellen müssen, je religiöser sie sind, umso höher sind sie in den Macho-Werten. Wir mussten feststellen, umso stärker sind sie auch in all dem, was die Macho-Kultur stärkt und aktiver macht, nämlich brutale Filme und brutale Computerspiele. Und je religiöser sie sind, umso höher war die Rate innerfamiliärer Gewalt gegen sie. Wie ist das zu erklären? Rauf Ceylan wird heute Nachmittag darüber sprechen, deswegen kann ich mich hier nur ganz kurz fassen. Er hat ein überaus mutiges Buch geschrieben, Die Prediger des Islam. Und was hat er herausgefunden bei seiner empirischen Untersuchung, wo er mit über 200 Imamen Kontakt aufgenommen hat, zu einer großen Zahl, die Predigten angehört hat, sie besucht hat, mit ihnen direkte Interviews durchgeführt hat. Ergebnis, die große Mehrheit der Imame sind Gastarbeiter in Deutschland, sprechen kein oder fast gar kein Deutsch, sind in unserer Kultur nicht angekommen, sind selber reichlich autoritär im Umgang mit den Jugendlichen, leben und predigen männliche Dominanz und sagen im Kern, bleibt im Herzen Türken und haltet euch von den Ungläubigen fern. Und zum Glück gibt es auch andere, die hat er auch gefunden und interviewt, liberale Menschen, die den Islam völlig anders interpretieren, die zeigen, dass er nicht zwangsläufig eine Macho-Region sein muss. Das macht Mut und daran möchte er jetzt mitwirken, weil er zu dem neuen Projekt, was Frau Schawan richtigerweise in Gang gebracht hat, nämlich Ausbildung von Imamen in Deutschland an deutschen Universitäten. Da wird eher einer der Hochschullehrer sein, die das machen. Lassen Sie mich zum Abschluss noch etwas eingehen, was ich am Samstag in Berlin entdeckt habe. In der Morgenpost: Ministerin besorgt über Gewalt junger Migranten. Natürlich habe ich das gleich durchgelesen. Was ist da nachzulesen? Frau Schröder macht sich Gedanken über die Deutschlandfeindlichkeit. Zum wiederholten Mal in den letzten 8 Wochen bringt sie dieses Thema, dass die Migranten fürchterlich seien auf den Schulhöfen gegenüber Deutschen und dass man dort dringend was tun müsste. Sie verlangte sogar, dass wir das Strafrecht in dieser Richtung verschärfen, einen extra Straftatbestand zum Schutz der Deutschen einführen gegen die gewalttätigen Türken. Und jetzt hat sie am Samstag 2 Studien vorgestellt, die, wie man dann genau merken kann, wenn man sie liest, innerhalb von 4 bis 5 Wochen erstellt wurden durch 2 respektable Kollegen. Beide Studien bringen kein Wort Neues, obwohl die Überschrift sagt, neue Studien über Jugendgewalt. Sie sind nur eine ordentliche, gut gemachte Zusammenfassung aller Erkenntnisse, die bereits vorliegen. Zum großen Teil zitieren sie das, was ich Ihnen gerade vorgetragen habe, unsere Studien aus dem vorletzten Jahr. Warum hat sie es dann in Auftrag gegeben? Weil sie wieder eine Chance offenbar gesehen hat, diese Deutschlandfeindlichkeit zu artikulieren als Thema, obwohl beide Studien dazu nichts bringen, im Gegenteil ihr sogar widersprechen. Was ist dran mit dieser Deutschlandfeindlichkeit? Wir haben es erforscht. Es ist wahr, dass in der Tat 24% der befragten Migranten sagen, naja, ich habe schon mal einen Deutschen so richtig beschimpft, weil er Deutscher ist. Aber was Frau Schröder verschweigt, die Quote der Deutschen, die Entsprechendes getan haben, aber auch veröffentlicht, sind 35% deutschlandfeindliche Äußerungen gegenüber Migranten. Oder 4,7% der Migranten haben schon jemand mal deutschlandfeindlich angegriffen, tätlich angegriffen. Aber dem steht gegenüber, dass wir bei den Rechtsextremen eine entsprechende Quote haben, wenn wir korrekt auswerten, bei den Deutschen. Und wenn wir es genau betrachten, haben wir 2 Zwillingsbrüdergruppen. Das eine sind die deklassierten Sozialverlierer aus dem muslimischen Kulturkreis, die sich als Machos auf den Schulhöfen der Hauptschulen profilieren. Und das andere sind ihre Zwillingsbrüder, die rechtsradikalen deutschen Schlägertypen. Sie schenken sich nichts. Und das Spannende ist, sie sind gleich hoch in der Macho-Kultur, sie sind gleich hoch im Leiden an innerfamiliärer Gewalt als Vorgeschichte. Sie kommen aus Hauptschulen, sie sind sozial benachteiligt und beide hassen sich gegenseitig intensivst. Was Frau Schröder verschwiegen hat, ist ein weiterer Punkt. Und jetzt wird es richtig spannend, dass nämlich diese Deutschlandfeindlichkeit primär dort entsteht, wo Jugendliche Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Das erklärt dann erst, dass erstmal wird man beschimpft, auch geschlagen und dann mit 5-fach höherer Wahrscheinlichkeit rutscht man selber rein in die Aktivität gegen die Deutschen. Und was sie auch verschwiegen hat,
etwas besonders Spannendes. Wir hatten nämlich alle 45.000 gefragt und damit höre ich dann auf mit diesen Erkenntnis. Alle 45.000 haben wir gefragt, stell dir vor, du kriegst einen neuen Nachbarn. Keiner aus deiner Ethnie. Wen würdest du denn dann am liebsten haben? Und wir hatten die Auswahl vom Schweden bis zum Nordafrikaner und sonst was. Und wen wählen die Deutschen? Am liebsten hätten sie einen Schweden. Und wen überhaupt nicht gerne? Am unliebsten einen türkischen Nachbarn. Und die türkisch Befragten, die türkischstämmigen Jugendlichen, am liebsten hätten sie einen Deutschen und am ungernsten einen Juden. Und innerhalb der Deutschen wird es aber spannend, wenn wir die Deutschen nehmen, die wenigstens einen türkischen Freund haben, dann auf einmal haben sie gar nichts mehr gegen die Türken als Nachbar. Das macht Mut, das soziale Nähe herstellen. Die Antwort auf das ist, um das sich Frau Schröder so bekümmert hat, die Antwort auf die Deutschlandfeindlichkeit und auf die Fremdenfeindlichkeit bei den Deutschen ist, sie beide mehr zusammenbringen. Wenn Max und Moritz und Mehmet im Kindergarten gemeinsam spielen, hätten wir diese Probleme weniger. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Professor Pfeiffer. Frage, können wir Fragen stellen oder muss Herr Pfeiffer? Nein. Herr Pfeiffer, ganz herzlichen Dank. Aus terminlichen Gründen hatte ich schon gesagt. Ich sage es offen, was es ist. Ich darf bei Maischberger mit Herrn Sarrazin streiten über genau das Thema, was wir hier gerade debattieren. Ja, wir hoffen aber, dass wir, wie gesagt, Herrn Pfeiffer zur anderen Gelegenheit dann wieder hier in Berlin dann begrüßen können. Schade, ich hatte mir so viele schöne Fragen ausgedacht und wir haben auch sehr viel User von SPDD. Herr Pfeiffer, alles Gute und halten Sie sich wacker morgen. Ne? Ja, meine Damen und Herren, wir haben natürlich, oder anders gesagt, die User von SPDD.de hatten im Vorfeld auch Gelegenheit, Fragen zu stellen und auch zu kommentieren. Wir haben einige Fragen natürlich auch rausgesucht. Sie haben nachher auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen an unsere Referenten. Und ich freue mich jetzt, dass sie jetzt hier ist und auch lange hoffentlich mit uns auch diskutieren wird. Unsere zweite Rednerin zum Themenkomplex Empirie und soziologischer Kontext gelungener und misslungener Integration ist Frau Professor Dr. Ursula Busch-Nünning. Sie ist tätig für das Institut für Migrationsforschung, interkulturelle Pädagogik und Zweisprachigkeit der Universität Duisburg-Essen. Und ich überlasse Ihnen das Podium. Vielen Dank, Frau Busch-Nünning. Bitte schön. Ja, meine Damen und Herren, ich bin seit 1971 in dem Themenbereich und habe ganz viele Politiken live erlebt. Auch die Politiken, als die SPD an der Bundesregierung war, habe mich aber stets beschäftigt mit Kindern und Jugendlichen und das möchte ich auch heute, also auch mit steigendem Alter bin ich nicht zu den Älteren übergegangen und möchte aber etwas unüblich beginnen, denn manchmal schreibt das Leben Dinge, die man als Wissenschaftlerin in den Zahlen gar nicht erzählen kann. Vorige Woche war ich in einer kleineren Stadt, 60.000 Einwohner, in der Nähe meiner Heimatstadt Mönchengladbach, auf einer Integrationssitzung mit AGE, Jugendmigrationsdienste, also richtig so, um praktische Fragen zu lösen. Und da war ein Pizzadienst mittags, den ganzen Tag habe ich mit denen gearbeitet. Und der Pizzadienst hat dann um 16 Uhr, als die Tagung zu Ende war, die Tabletts und alles wieder geholt. Und das war ein junger türkischer Mann, der dort arbeitete und der Mensch aus dem Jugendintegrationsdienst, der das organisierte, hat gesagt, ja, der natürlich etabliert war, feste Stelle und alles, ja, hat gesagt, ist doch schön, dass wir Sie noch am Schluss als Zeichen gelungener Integration sehen. Und dann sagte der junge Mann, er sei Diplom-Biologe und seit 3 Jahren arbeitslos in seinem Beruf. Zufall? Ausnahme? Darauf werde ich später eingehen. Die Situation in Deutschland hat sich geändert. Und irgendwo habe ich den Eindruck, die Änderungen sind noch nicht überall angekommen. Wir wissen seit dem Mikrozensus 2005, ich soll ja was Empirisches sagen, deshalb muss und darf ich auch ein paar Zahlen bringen,
9,5%, nicht, dass wir nicht 9,5% Ausländer haben, sondern 19,6% Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn Sie über diesen Begriff fluchen, dann schimpfen Sie mit mir. Ich habe ihn wahrscheinlich entwickelt. Und diese Menschen mit Migrationshintergrund, auch 19,6%, hört sich ja noch gar nicht schwierig an. Naja, aber ein Drittel der in Deutschland geborenen Kinder hat einen Migrationshintergrund. Und in manchen Großstädten und manchen Mittelstädten, ja, und das sagt wieder Mikrozensus 2005, sind es über 60%. Und Frankfurt toppt jetzt im Moment alles und hat 72% Kinder mit Migrationshintergrund. Ich habe mir dann die integrativen Kitas gerade vorgestellt, ja, in denen dann überwiegend Deutsche sind und 35% Migranten. Alles, was wir denken in solchen Kategorien, ist obsolet geworden. Deutschland ist multiethnisch. Das ist das Erste, was sich die ganzen Menschen einprägen müssen. Aber jetzt kommt noch etwas dazu. Heinz Kühn hat in seinem Memorandum gesagt, wir werden die Migranten nicht in der ersten und nicht in der zweiten, aber wir im Ruhrgebiet, ich stamme aus dem Ruhrgebiet, sind ja vorbildlich gewesen. Wir haben ja die Polen dann in der dritten Generation eingegliedert. Und Eingliederung und Integration hat in Deutschland immer den Ton Assimilation. Ja, ich weiß, dass es da ganz viele andere Denkweisen gibt, die hat es aber. Das hat sich nicht bewahrheitet. Wir haben ethnische Subkulturen. Ich sage das jetzt im Wissenschaftsjargon, weil das schöner klingt. Ja? Und innerhalb des Grundgesetzes ist das in einer pluralistischen Gesellschaft auch nichts Ungewöhnliches und muss akzeptiert werden. Und das Zweite, Dritte, wir haben noch eine Entwicklung, die ist viel schwieriger noch. Nämlich die Entwicklung, dass die Migranten nicht als Arbeiter geblieben sind, wo sie doch so für uns so schön händelbar waren. Erst Gastarbeiter, dann ausländische Arbeitskräfte. Sie haben ihre Professionseliten ausgebildet. Ärzte, Anwälte, Wirtschaftsberater, alles was so gibt. Lehrer, Lehrerinnen, alles männlich und weiblich jetzt gedacht. Und diese Professionseliten spielen meiner Meinung nach in der Entwicklung eine ganz große Rolle. Vielleicht kommen wir in der Diskussion drauf. Ich kann jetzt nicht sehr drauf eingehen. Weil die haben nicht Distanz zu ihrer Gruppe, sondern die versuchen, Bedingungen in ihrer Gruppe zu ändern. Ich gehe auf Bildung ein, weil Integration für Kinder und Jugendliche ist Bildung. Bildung ist institutionelle Bildung. Bildung ist berufliche Bildung, Übergang in Ausbildung und Beruf. Und Bildung ist außerschulische Bildung, das heißt Integration in Jugendverbände und Jugendvereine. Und jetzt sage ich es ganz schnell und schlagwortartig und ich diskutiere es auch nicht und belege es auch nicht. In allen drei Bereichen sieht die Bildungsbilanz in der statistischen Verteilung schlecht aus. Kinder und Jugendliche sind im Bildungssystem deutlich benachteiligt. Sie sind zwar bei den 4- bis 5-Jährigen im Kita-Bereich nähern sie sich an, bei den Dreijährigen sind sie deutlich unterrepräsentiert. Sie sind im gegliederten Schulsystem, kommen sie schlecht weg. Sie sind deutlich stärker Klassenwiederholer, wo es die Möglichkeit gibt, werden sie später eingeschult. Nordrhein-Westfalen hat diese Möglichkeit gerade abgeschafft, deshalb nenne ich das so. Sie haben, was das gegliederte Schulsystem angeht, sind sie überwiegend an den Hauptschulen, ganz selten an den Gymnasien mit großen länderspezifischen Unterschieden. Und sie sind ganz deutlich, sie bestücken eigentlich die Förderschulen. Etwas, was häufig gar nicht mehr erwähnt wird. Vielleicht noch eine Nebenbemerkung. Nicht nur die mit türkischem Migrationshintergrund in der Bildungsbilanz, Schulbildungsbilanz genauso schlecht, sind die mit italienischem Hintergrund. Das wird oft einfach vergessen und dann werden die zu Südeuropäern zusammengefasst und dann kommt das nicht mehr so raus.
Im Übergang zu der beruflichen Ausbildung sind sie deutlich schlechter gestellt. Es gibt jetzt eine neue Auswertung des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Bundesagentur für Arbeit als einheimische Jugendliche. Und im Kinder- und Jugendhilfebereich sind sie deutlich weniger von Einrichtungen sowohl der Jugendarbeit als auch der Jugendhilfe erfasst als einheimisch Deutsche. Ganz einfach. Und das lässt sich überall belegen. Das müssen Sie mir jetzt glauben, aber das lässt sich mit Zahlen eindeutig belegen. Ja, aber eigentlich kann man zwei Sachen sagen. Natürlich gibt es dann auch die positiven Seiten, da Herr Gabriel das schon alle vorweggenommen hat, will ich das jetzt nicht weiter ausführen. Denken Sie das mit, sonst kämen jetzt hier drei Sätze. Aber was uns eigentlich interessiert, ist doch was ganz anderes. Nämlich, warum ist es eigentlich so, wie es ist? Was sagt denn die Wissenschaft zu den Ursachen? Und da steht die Wissenschaft, die ich vertrete, in deutlicher Diskrepanz zu dem Alltagsverständnis und auch zu dem Verständnis mancher Untersuchungen. Nämlich sowohl die Schulleistungsstudien als auch die Untersuchungen, die Schulerfolge in Form von Zuweisung zu Schulformen diskutieren, kommen sehr schnell darauf, die Ursachen im familiären Kontext zu sehen. Und dann wird immer der Bourdieu bemüht und dann kommen wir zu dem kulturellen und sozialen Kapital und insbesondere das kulturelle Kapital, also das Musikinstrument, die Bücher, ja, und was fehlt den Migrationsjugendlichen? Und dann kommt eine zweite Erklärungslinie, nämlich die Kinder lernen nicht genug die deutsche Sprache in der Familie. Das sind zwei Erklärungsebenen, die sich durchziehen. Und was eigentlich die Wissenschaft erwähnt, aber selten in die Diskussion eingeht, ist, dass wir von Beginn der Untersuchungen an bis heute, es gibt eine Studie aus dem Mannheimer Institut, Dissertation bei Herrn Esser, da muss es schon stimmen, wenn er so schreibt, nämlich, dass die Migranteneltern eine hohe Bildungsorientierung haben. Und zwar auch die mit türkischem Migrationshintergrund. Wahrscheinlich auch die mit libanesischen, obwohl ich das nicht so gut weiß. Das heißt, die Bildungsorientierung ist nicht apathisch, uninteressiert, sondern ganz hoch, aber sie wird nicht umgesetzt in Bildungserfolge. Und hier setze ich jetzt an mit meinen Erklärungen, und ich sage, dass sie nicht schlecht im Schulsystem abschneiden, dass sie nicht in Ausbildung kommen, dass sie nicht im Beruf kommen, dass die Kinder, die nicht in der Kinder- und Jugendhilfe dann landen, wenn sie eigentlich müssten, wenn sie Hilfe brauchen. Und überlegen Sie mal, ob nicht vieles an abweichendem Verhalten, das ist höher, nicht? Das würde ich auch nie bestreiten, das ist so, ob das nicht damit zusammenhängt, dass die Hilfesysteme, die wir für einheimisch-deutsche Jugendliche entwickelt haben, nicht funktionieren. Nicht? Aber dass sie da nicht landen, da sage ich, das liegt nicht an den Familien, sondern ich sage, jetzt gucken Sie doch mal ganz anders und gehen Sie mal auf die Schulleistungsstudien im internationalen Vergleich und gehen Sie mal davon aus, dass anders als es oft thematisiert wird, andere Länder die gleichen Migranten haben wie wir, wie zum Beispiel Dänemark, ja, die haben nicht eine Auswahl türkischer Einwanderer, die haben dieselben Arbeitsmigranten wie wir. Und dass trotzdem in diesen Ländern die Kinder erfolgreicher sind. Und dann müssen Sie kommen zu der Antwort, es liegt nicht nur, ich sage nicht einmal in erster Linie an den Familien, sondern ich gucke mal, was liegt denn am Bildungssystem. Und dann kann ich das wiederfinden, was Herr Gabriel alles verändert haben möchte. Deshalb würde ich hier auch nur kurz darauf eingehen, nämlich was ich strukturell am Bildungssystem ändern muss. Und da sind die drei Punkte. Ich muss eine andere Form der vorschulischen Erziehung haben, natürlich obligatorisch und damit kostenfrei. Ich muss Ganztagsbildung haben und ich sage dann immer dazu, nicht die nordrhein-westfälischen und rheinland-pfälzischen Mogelpackungen, sondern wirklich Ganztagsbildung mit Rhythmisierung des Unterrichtes und
alles, was wir wissen ja, wie man es machen müsste. Ja, wir Pädagogen und Pädagoginnen und auch die Schulen und Bildungspolitiker wissen es. Und das Dritte ist natürlich, dass ich keine Freundin des gegliederten Schulsystems ist selbstverständlich. Wobei ich nicht behaupte, dass die Aufhebung des gegliederten Schulsystems automatisch alle Probleme löst. Wir haben auch gegen Mentalitäten anzukämpfen, des pädagogischen Personals und der Bevölkerung, die von Selektion aufgibt. Es gibt einfach zwei Irrtümer. Eins will ich ein bisschen unvermittelt einführen. Ein Irrtum ist, dass das homogene Lerngruppen zu größerer Effizienz führen als heterogene, was nicht belegt ist in anderen Ländern. Und das Zweite ist, da muss ich doch drei Sätze ausführen, Deutschland ist eines der ganz wenigen einsprachigen Länder der Welt. Und komischerweise meinen in Deutschland fast alle, Einsprachigkeit sei normal und Zweisprachigkeit sei schädlich. Also das ist jetzt ein bisschen überzogen, aber es ist wirklich so. Ja, und es wird ja immer diskutiert, ja, unter diesem Gesichtspunkt. Noch schwieriger wird es im Übergang, jetzt gehe ich da ganz noch mal ein bisschen ausführlicher ein, Übergang in berufliche Ausbildung. Der Alltagsverstand und viele Ausbilder und Ausbilderinnen, viele Lehrer und Lehrerinnen, viele Politiker und Politikerinnen sagen, die Jugendlichen mit Migrationshintergrund, insbesondere die mit türkischem Hintergrund, kriegen keine Ausbildungsstellen, weil sie schlechte Schulabschlüsse haben, weil sie nicht genügend die deutsche Sprache beherrschen, weil sie ihre Bewerbungsunterlagen nicht ordentlich machen. Nun haben wir in diesem Bereich gesicherte Erkenntnisse. Also es ist einer der wenigen Bereiche, wo wir es wirklich wissen und nicht nur jetzt vermuten, nämlich die BIP-BA-Untersuchung. Und die zeigt, dass bei gleichen Qualifikationen die Jugendlichen mit Migrationshintergrund deutlich schlechter in Ausbildung einmünden als Einheimischdeutsche. Und dieses lässt sich dann nicht mehr erklären durch individuelle Voraussetzungen, sondern lässt sich nur erklären durch Diskriminierungsprozesse. Und diese sind auch belegt durch die in anderen Bereichen, wir haben ja jetzt die Konstanzer Untersuchung, die angibt, wenn es um Praktikumsstellen geht, die Unterlagen mit türkischem Namen relativ schnell aussortiert werden. Und ich habe mich, weil ich am Samstag, irgendwie scheint die SPD mich im Moment besonders zu rufen, ich weiß nicht warum, ich bin nämlich nicht Mitglied, wenn ich das sagen darf. Wenn ich sagen darf, ja, sondern ich bin hier als Wissenschaftlerin, ja. Und ich war in Baden-Württemberg und habe mir dann den Integrationsbericht angeguckt und dann habe ich gelesen, Erwerbslosenquote 2005, die Daten sind immer unheimlich schwer zu lesen. Einmal, weil es mit ausländischem Pass, mit Migrationshintergrund durcheinander geht, Daten unterschiedlicher Zeit. Da steht dann, dass mit Fachhochschul- und Hochschulabschluss in Baden-Württemberg, ja, Einheimisch-Deutsche 2,5% arbeitslos sind. Das mit Ausländer 12,3% und mit Migrationshintergrund 9,7%. Also die höhere Qualifikation, wenn Sie an meinen Diplom-Biologen denken, den ich als Anfang gebracht habe, schützt Migranten nicht in gleicher Weise vor Arbeitslosigkeit wie Einheimisch-Deutsche. Auch in der Kinder- und Jugendhilfe haben wir solche Effekte, auf die ich nicht eingehen will. Ich möchte vielleicht noch mal am Schluss sagen, einen Punkt eingehen, die Sie in der SPD ja besonders interessieren müsste. Es gibt ja im wissenschaftlichen Bereich immer die Diskussion, was ist denn an den schlechten Erfolgen? Die sind da. Nicht? Die sind da und die sind auch überhaupt nicht wegzudefinieren und zu diskutieren. Das habe ich auch nie gemacht. Sie können mal meine Sachen von 1972 lesen oder 73. Ja? Was ist denn soziale Schicht und was ist Migrationshintergrund? Nicht? Sind es soziale Faktoren oder ist es Migrationshintergrund? Und dann lässt die Wissenschaft sie etwas in Stich. Auf der einen Seite ist sehr viel der Effekte durch soziale Schicht bedingt. Auch einheimisch-deutsche Arbeiterkinder
sind deutlich selten auf dem Gymnasium. Das lässt sich durch IGLO und PISA insbesondere eindeutig festlegen. Auch einheimisch-deutsche Kinder landen sehr viel weniger im Studium, haben auch größere Schwierigkeiten im Zugang zur Ausbildung. Und dennoch gibt es in allen Untersuchungen eine zu erklärende Größe, die nicht auf Schicht zurückzuführen ist. Und ich kann Ihnen das nur in zwei Punkten beweisen. Nach IGLO haben Kinder mit Migrationshintergrund und weniger mit sozialer Schicht, aber auch mit sozialer Schicht, deutlich seltener eine Empfehlung fürs Gymnasium bei gleichen Kompetenzen wie deutsche Mittelschichtkinder. Es gibt da auch eine ethnische Diskriminierung, aber auch eine soziale. Und im Übergang zu Beruf werden die Unterschiede zwischen Einheimisch-Deutschen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund umso größer, je erfolgreicher sie sind. Hauptschüler haben alle keine Chance. 20% kriegen eine Ausbildungsstelle. Solche mit Migrationshintergrund, mit mindestens mittleren Abschluss, sehr gut oder gute Note in Deutsch und Mathematik und dann noch so ein paar Rahmenbedingungen. Auf einmal geht die Schere auseinander. 44% der Migranten und fast 80% der Einheimisch-Deutschen landen dann in Ausbildung. Man müsste jetzt noch mal fragen, nach wie vielen Jahren, aber das möchte ich hier nicht. Das heißt, ein Punkt. Und der zweite Punkt, den auch Herr Gabriel erwähnt hat und hier nur als Merkposten angeführt wird: Wir sollten stärker auf sozialräumliche Faktoren gucken als auf soziale. Ja? Damit kämen wir auch aus der Diskussion heraus, ihr tut ja nur was für die Migranten, aber dann bitte ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ja? Wir wissen seit Jahren, was die Stadtteile produzieren, und wir wissen seit Jahren, was wir tun müssen, damit diese Stadtteile konkurrenzfähig werden. Schöne Schulen mit Musikräumen, mit Leseräumen, Bibliotheken, ja? Statuen im Schulraum, ja, Plastiken im Schulhof, ja, und tja, nicht ein oder zwei Lehrer oder Lehrerinnen mehr, sondern mindestens ein Drittel und wenn es nötig ist, die Hälfte mehr Personal. Das müssen nicht nur Lehrer und Lehrerinnen sein. Das ist eigentlich ganz klar. Nur der politische Wille, das zu verwirklichen, fehlt. Also, wir könnten was im Bildungsbereich tun. Und wenn wir dann das Bildungssystem, das Ausbildungssystem, den Übergang in Ausbildung so geändert haben, wie wir es wünschen, dann bin ich auch bereit, auf die Migrationseltern mit Ihnen zu schimpfen. So, was ist denn mit der, wenn ich aber jetzt mal, darf man eigentlich nur auf Bildung gucken? Muss ich nicht auch fragen, Integration, ist das nicht Ethnizität? Ist das nicht Loyalität zu diesem Lande? Mit der Gewalt als Indiz für Integration, da habe ich Probleme, da gehe ich auch nicht drauf ein. Aber Ethnizität, tja, interethnische Kontakte, interethnische Ehen, das sind ja alle die Sachen, die Hartmut Esser in seinem Integrationsbegriff verortet hat und die ich natürlich dann nicht so akzeptiere. Warum nicht? Ethnizität, ja, ist kein unbedingtes Notwendigkeit, sonst müssten wir nämlich zu dem Ergebnis kommen, dass die Jugendlichen in Sachsen-Anhalt kürzlich befragt und sich nicht als Deutsche verordnen, ja, auch keine deutsche Ethnizität haben. Ja, wir können, es gehört nicht dazu, dass ich sage, ich bin Deutsche. Die jugendlichen Migranten, ich habe ja auch selbst 2000 Mädchen befragt, 2005 veröffentlicht, die gehen auf die lokale Identität. Die werden sich als Berlinerin oder als Kölnerin verorten, die Sachsen-Anhalter nebenbei auch. Ja? Und das muss uns reichen. Nicht? Ich muss nicht sagen, ich bin Deutsche. Ich muss die deutsche Rechtsordnung anerkennen, mich an denen halten, und sonst muss ich eigentlich in Deutschland mich bewegen können und ich muss mich nicht identifizieren. Ich weiß nicht, wie ich antworten würde, wenn man mich sowas fragt. Zum Glück hat mich noch nie jemand gefragt. Der zweite Punkt, interethnische Kontakte mit dem Kindergarten, ich habe das vorhin schon gesagt, ist nicht so einfach.
wir können gar nicht die Gruppen mehr so zusammensetzen, wie sich das manche vorstellen. Aber die Einheimisch-Deutschen wollen die Kontakte nicht. Ich arbeite gerade in einem Projekt, wo es um integrationsfördernde Jugendarbeit ausgehend von einem muslimischen Verband, dem Verband der islamischen Kulturzentren, geht. Wir fangen die deutschen Jugendlichen nicht ein für das Projekt. Nicht? Es ist ja nicht, dass die Kontaktbereitschaft von der Seite riesig ist und die Migrantenjugendlichen nicht wollen. Und auch bei interethnischen Ehen, das wird ja immer als Indiz genommen, die gibt es zwischen manchen nicht und manche wollen es auch nicht. Hohe Anteile von Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund wollen es nicht. Aber auch die Einheimisch-Deutschen wollen es nicht, wie Untersuchungen sehr eindeutig belegen. Also, ich denke, wir müssen auch da noch mal mehr fragen, welches wir haben. Ich bin also nicht für Mischen, das ist jetzt mein Schlusswort. Da vertrete ich eine andere Position als Herr Pfeiffer, weil Mischen gar nicht mehr geht. Weil das ist nach meiner Rechnung und ich glaube nicht, dass die falsch ist. Ich bin dafür, die ethnischen Subkulturen ja, zu lassen und über Bildung und ganz intensive Investitionen in Bildung, ja, diese Gruppe zu erreichen. Und ich sage Ihnen am Schluss noch mal etwas, wenn ein Mädchen, eine junge Frau mit Migrationshintergrund an der Uni Essen studiert, mit türkischem Migrationshintergrund und sie trägt Kopftuch, dann habe ich damit null Problem. Weil sie hat über die Bildung gezeigt, dass sie fähig ist, selbst zu entscheiden. Also versuche, ich habe nur den Weg, wirklich Bildung, Ausbildung, Beruf und da zu verbessern, ja, und darüber dann zu sagen, wie die Menschen denken, ja, das ist in einer pluralistischen Gesellschaft, da stimme ich mit Herrn Gabriel überein, eigentlich ihre Sache innerhalb des Grundgesetzes, was selbstverständlich ist. Und selbst wenn ich mir ein bisschen mehr Anpassung wünsche in den Normen und Werten, ein bisschen weniger Familialismus, obwohl ich da schon ambivalent bin. Warum ist Familialismus eigentlich schlecht? Ein bisschen weniger Religiosität, da bin ich auch ambivalent. Warum ist denn Religiosität eigentlich unbedingt schlecht? Und selbst wenn ich mir das wünsche, dann lassen wir Ihnen doch ein bisschen Zeit. Was wir im Moment machen durch die Diskriminierung, ja, treiben wir die Gesellschaft auseinander. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Busch-Nöning. Ja, dann will ich Sie mal gleich fragen, als was sehen Sie sich denn eigentlich? Als Europäerin oder als Essenerin oder als Ruhrgebietspflanze? Ich bin ja auch gewandert. Ich bin im Fichtelgebirge geboren, bin danach in Essen aufgewachsen, also mit 1,5 Jahren, und bin dann nach Mönchengladbach verschleppt worden, 1971 durch die Ehe. Ja. Und hört sich sehr zwangsehemäßig an jetzt gerade. Jetzt habe ich einen Schreck bekommen. Nein, nur das Verschleppen, nicht die Ehe. Die habe ich freiwillig, ganz freiwillig eigentlich eingegangen, aber ich wäre nie nach Mönchengladbach gekommen. Ja, also das war keine Wahl von mir. Nein, als Europäerin nicht. Das ist mir als Nordrhein-Westfälin. Ah, obwohl ich weiß, dass das ein Kunstgebilde ist. Den diplomatischen Mittelweg. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben natürlich auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich habe natürlich einige Fragen von unseren Online-Usern, die ich gleich Frau Busch-Nöning stellen werde. Aber Sie, bitte scheuen Sie sich nicht. Wir haben Mikrofone aufgestellt. Ich werde auch zu Ihnen rüberrennen. Und ich sehe schon eine Wortmeldung. Ich habe sie im Kopf. Und wir werden auf jeden Fall gleich Ihre Frage dann auch nehmen. Frau Busch-Nöning, ich möchte gleich noch mal fragen. Dieser Themenkomplex heißt ja, ist die Integrationspolitik der letzten 10 Jahre gescheitert? Ich überspitze das. Ist die Integrationspolitik der letzten 20 Jahre gescheitert? Also ich würde dann 2 Antworten geben. Welche Integrationspolitik und was ist Integration? Und mit beiden Begriffen habe ich meine Schwierigkeit. Wobei ich sagen muss, und ich meine, Sie müssten sich anders verstehen, dass die SPD, als sie in der Regierung war, auch nicht gerade so war, wie ich mir das immer gewünscht habe.
Weder in Nordrhein-Westfalen, gut, noch in der Bundesrepublik Deutschland. Die anderen Bundesländer kann ich nicht beurteilen. Ja, ich sage das jetzt nur Berlin und überall. Lassen Sie mich ganz kurz den Parteivorsitzenden wiederholen. Er sagte, das eint sie mit allen anderen Sozialdemokraten, ja? Damit wir das auch nochmal klarstellen. Bitte schön. Ja. Es eint sie. Ja. Ja. Ja, also was meine ich, denke, es sind schon, ich würde mal sagen, was ist denn sind Markierungspunkte? Und ich denke, dass die SPD zu beigetragen hat. Wichtige Markierungspunkte in der Integrationspolitik ist die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts 2000. Ja, wobei ich die Optionen nicht geschätzt habe. Ja, und ich denke auch, ich weiß, Sie auch nicht. Ja, da würde ich da durchaus sagen, haben Sie andere. Das Zweite. Die zweite wichtige Weichenstellung ist das Zuwanderungsgesetz, wenn ich mir auch lieber ein Einwanderungsgesetz mit allen Konsequenzen gewünscht hätte. Ja. Und dann kommt etwas, das war jetzt nicht die SPD maßgeblich, das ist die Islamkonferenz. Ja, mit allen Schwierigkeiten, die ich damit habe, in Einzelheiten, ja, war es ein historisches Moment und es wird ja im Moment tüchtig zurückgeschraubt. Mhm. Vielen Dank. Frau Busmening, wir sind ein bisschen auf die Fachkräfte eingegangen. Sie haben von dem Pizzalieferanten, dem Biochemiker erzählt. Brauchen wir wirklich die Fachkräfte aus dem Ausland? Sollten wir nicht eher vielleicht Geld in unsere Jugendarbeit, in unsere Ausbildung, in die Bildung, denn doch Bildung ist immer wieder das Stichwort zur gelungenen Integration. Können wir nicht mehr Geld dahin investieren? Und sind wir denn tatsächlich auf die Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen? Also ich verstehe nicht, man muss ja nicht das eine und das andere tun. Ja? Also und es ist für mich nicht eine nicht ganz einfache Frage. Auf der einen Seite, das weiß jeder, der sich mit Demografie beschäftigt und als jemand, der Migration, ich bin ja Migrationsforscherin, ja, beschäftigt man sich immer auch mit Demografie von Anfang an. Der weiß, dass wir mit der Bevölkerungsstruktur, die wir haben, nicht klarkommen. Und die Bürger und Bürgerinnen, die naiv sagen, Deutschland wäre doch viel schöner, wenn wir nur 60 Millionen hätten, ja, die verkennen, dass 60 Millionen eben eine andere Altersstruktur erfordern. Dann wäre das okay. Also ich habe überhaupt kein Problem, ein bisschen weniger, ja, hier im Land. Aber das geht nicht, weil wir die brauchen. Das Zweite ist, Wir werden einmal aus wirtschaftlichen Gründen, damit die Wirtschaft, ich will ja nicht die Wirtschaft, dass die nicht funktioniert, denn Wirtschaft muss funktionieren, damit wir alle gut leben können. Ja, die muss nicht vielleicht so funktionieren, wie sie jetzt funktioniert, aber sie muss zumindest dazu leisten. Da will ich, sie braucht die Fachkräfte und wir brauchen, also wenn Sie sich mal angucken, die ganzen Fragen der Rentenzahlungen und alles, ja, das, und aber auch die konkrete Pflege, und da ich ja langsam älter werde, muss ich ja auch an mich denken, ja, denke ich, dafür brauchen wir Einwanderung. Das ist für mich außer Frage. Und was wir im Moment machen, wir verspielen und die Einwanderung. Denn wir sind ja als Einwanderungsland denkbar unbeliebt. Nicht? Das, wenn wir darauf kommen, kann ich noch können wir noch diskutieren, da warum. Da kommen wir gerne darauf. Aber das Zweite ist, wir können uns aus drei Gründen nicht erlauben, die Jugendlichen mit Migrationshintergrund und oder aus sozial unteren Schichten verkommen zu lassen. So würde ich das mal nennen. Und Sie müssen sich vorstellen, Frau Stoltenberg, damals SPD-Regierung, nicht nur SPD, gebe ich zu, hat schon festgestellt, aus dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, dass 40% der jungen Menschen mit Migrationshintergrund, also vor 30 Jahren, ohne Ausbildung, ohne Arbeit, ohne weitere Schulbildung nach Besuch der allgemeinbildenden Schulen sind. Sie könnten sich doch mal alle fragen, ich frage mich wirklich immer wieder, ja, ohne richtige Antwort, wo sind denn eigentlich diese hoffnungslosen Jugendlichen? Und dann kommen Sie zu einer anderen Antwort. Dann kommen Sie nicht mehr zu der Frage, nicht einer anderen Frage. Warum sind Sie so gewalttätig? Sondern Sie fragen, warum sind nicht mehr gewalttätig? Nicht? Und das sind die protektiven Faktoren, die noch wirken. Ja, die wirken im Moment auch noch. Darüber könnte man ganz anders reden. Ganz anders reden. Dann kommen wir in eine ganz andere Schiene. Also,
Das zweite ist, wir können uns, die heißen nun mal Hartz IV, ne? Also ich finde das unglücklichste Wortschöpfung, die es überhaupt gibt. Also dagegen ist Migrationshintergrund noch richtig gut. Ist eher ein Kompliment, meinen Sie, als Hartz IV-Empfänger ja. zu sein? Nein, einfach, weil als Wort ist es schlecht. Aber dass jemand, der nicht von seiner eigenen Arbeit lebt, das kann sich eine Gesellschaft sowohl materiell nicht erlauben, sie kann es sich aber auch von der sozialen Sprengkraft nicht erlauben. Also von daher gesehen müssen wir mehr tun für die Jugendlichen, ja, die hier sind. Und ich finde, das schwierigste Konstellation ist für mich, dass wir durch Anwerbung von Arbeitskräften von außerhalb Menschen einführen und gleichzeitig dulden, dass die Unsrigen ja keine Chancen haben. Also verstehen Sie, das will ich nicht. Deshalb habe ich gesagt, es ist nicht so einfach. Sondern ich will, dass wir beides tun. Auf der einen Seite wirklich deutlich mehr tun für die Jugendlichen mit Migrationshintergrund und auf der anderen Seite die Bevölkerung ganz anders vorbereiten auf neue Einwanderung. Bevor ich zu dem Gast komme, noch eine Online-Frage. Der User heißt, was ist mit uns? Und er sagt, vergessen wir bei der Forderung nach Integrationsbereitschaft von Menschen nicht allzu häufig, dass auch die Mehrheitsgesellschaft selbst integrationsfähig und willig sein muss gegenüber allen Mitgliedern, Ausländern, Deutschen, sozial Schwachen. Würde ich sofort zustimmen. Also ich habe ja auch immer versucht, also nicht, mein Thema war Migration und ich bin im Migrationsbereich vor allem, aber es ist selbstverständlich der Blick auf die Chancenungleichheit einheimisch-deutscher Jugendlicher. Das ist ja auch nochmal in dem sozialräumlichen Ansatz. Glauben Sie, dass es eher das Fordern im Moment im Vordergrund steht, statt das Fördern? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt was tun bei Jugendlichen. Was machen wir denn bei Jugendlichen, die, wenn, also wir bereinigen die Statistik, indem wir Jugendliche, die nach dem allgemeinbildenden Schulabschluss nicht in Ausbildung einmünden, und das ist von denen, die um eine Ausbildungsstelle nachfragen, und sind das fast die Hälfte, ne? Und ich wehre mich gegen die Definition, die seien alle nicht ausbildungsreif. Ja, das ist eine eigene Diskussion, die müssen wir natürlich auch noch mal führen. Ja? Und wenn ich die Hälfte, wenn ich das sehe, ja, also die Hälfte jetzt mit Migrations- und ohne Migrationshintergrund, ja, wenn ich das sehe, wo landen die denn? Die landen, wir nennen das so schön, in den Übergangssystem. Und wir haben vor 20 Jahren den Begriff der Maßnahmenkarriere gebildet. Ne? Können sich vielleicht die schon länger drin arbeiten, noch erinnern, Maßnahmenkarriere, ja? Und das kann es doch nicht sein. Ja? Und das können wir uns wirtschaftlich, sozial, moralisch, obwohl das immer schlecht ist, wenn man als Soziologin von moralisch Moral spricht, ja, nicht erlauben. Okay. Ja? Und da würde ich sagen, dieses Ausspielen ist ein schwieriges Thema. Dadurch, dass die mit Migrationshintergrund so stark unterrepräsentiert sind in allen Bereichen, ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, wir müssen uns auf die auch besonders konzentrieren. Wir müssen eigentlich deutlich machen, dass die Jugendlichen mit Migrationshintergrund gleichberechtigt Deutsche sind, wie Einheimisch-Deutsche auch, und dass sie das gleiche Recht auf Zugang in berufliche Positionen haben. Und das ist etwas, was im Moment ungeheuer schwerfällt. Vielen Dank. Ich komme jetzt zu dem einen Gast. Ihre Frage, bitteschön. Ja, ich habe zunächst mal eine Verständnisfrage, weil Sie Ihren Vortrag beendet haben mit dem Antiplädoyer gegen Herrn Pfeiffer. Herr Pfeiffer war mehr für Mischung und Sie haben ausdrücklich gesagt, eine Art Ethnozentrierung würde Ihnen mehr Erfolg versprechen. Habe ich Sie falsch oder richtig verstanden? Ja, ich würde nicht sagen erfolgversprechend. Ich habe eigentlich ein pragmatisches Argument gebracht, zu sagen, wie kann ich mischen, wenn ich in Frankfurt 72% Kinder mit Migrationshintergrund habe. Das ist ja ein pragmatisches. Das hat jetzt nichts mit Wollen. Ich kann sagen, ich kann noch vielleicht die ethnischen Gruppen mischen, ja, aber die sind eh gemischt.
Also die Vorstellung, wir hätten in Deutschland homogene ethnische Viertel, die entspricht nicht der Realität, wie die Stadtsoziologen, Herr Häusermann hier in Berlin, Herr Bucco, Herr Yildiz in Köln, eindeutig festgestellt haben. Wir haben, ich sage immer, wir haben Migrationsmilieus und Reste sozial benachteiligter Deutscher. Nicht? Das ist eigentlich das Milieu, was Sie auch in Neukölln haben. Ja? Also nach Häusermann. Ja? Also das heißt, jetzt ist die Frage, ich sage, Herr Pfeiffer hat die Vorstellung gehabt, 35% Migranten und der Rest, ja, dann einheimisch Deutsche. Dieses Modell lässt sich zahlenmäßig nicht durchhalten, weil wir einfach zu viel Migranten haben. Ja? Und ich halte es auch nicht, also es gibt ja in Nordrhein-Westfalen haben wir ja die Struktur, dass wir die Konfessionskindergärten und die Konfessionsschulen ganz stark haben, die teilweise so auch damit werben und teilweise auch sichern, dass sie keine Kinder mit muslimischer Religion haben. Selbst da bin ich nicht der Meinung, wir zwingen die Eltern. Ich bin der Meinung, stattet die anderen Bildungseinrichtungen besser aus. Ja, seid mutig kommunal und landespolitisch, ja, und kompensiert einfach, ja, diese Sache durch bessere Ausstattung. Und das zeigt sich auch hier in Berlin, dass man es kann und dass es auch wirkt. Die zweite Frage ist, was ich will. Ich sage einfach ein anderes Argument: die ethnischen Subkulturen, die sind, ja, und in den Einwanderungsländern wie USA, ja, Australien, Kanada, sind sie selbstverständlich. Da gibt es eben das griechische Viertel, das jüdische Viertel, das chinesische Viertel. Dieses greift das Selbstbewusstsein der Einwanderungsländer nicht an. Und da wünschte ich mir ein Bewusstsein hier, dass auch das Selbstbewusstsein nicht angegriffen wird. Und das können wir, wenn wir vermitteln, ihr könnt als Menschen mit Migrationshintergrund, okay, oder als ethnische Gruppe leben und gleichzeitig gute Deutsche sein. Zwei Fragen noch, einmal die Dame und dann stelle ich Ihnen noch ein paar Fragen und dann stärken wir uns ein bisschen. Ja, zuerst mal mein Bedauern, dass Herr Pfeiffer schon wieder weggegangen ist, weil den hätte ich sehr gern gefragt über diese Steigerung der Klischees, die er hier vorgestellt hat, nämlich je religiöser, desto macho-mäßiger, desto mehr Gewalt in der Familie, desto gewaltbereiter, desto bildungsferner. Ich halte das für unmöglich und ich halte es eigentlich für eine eher rassistische Position. Das Gleiche gilt, wenn man sagt, wenn Mehmet mit Max und Moritz zusammen gespielt hätte, dann wäre der heute nicht so gewaltbereit und dann wären die türkischen Jugendlichen nicht so schlimm. Also sowas würde ich auch als Sozialdemokratie, obwohl ich keinen bin, zurückweisen. Dann hätte ich an Sie eine Frage. Es gibt eine neuere Bewegung, die heißt Demokratie statt Integration. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber die geht ja genau in diese Richtung, zu sagen, es geht darum, demokratische Vielfalt zu entwickeln und zu zeigen und eben nicht Integration immer wieder mit diesem Assimilationsdruck zu verbinden. Also da fände ich sehr schön, wenn wir da in die Diskussion noch kämen und vielleicht ein bisschen mehr die Augen öffnen. Ich mache gerade eine Studie über Partizipation vor Ort von Migranten in Stadtteilen in Hamburg und ich merke, wie vielfältig das Milieu ist und wie wenig man also mit diesen Klischees da vorwärts kommen kann. Danke. Ja. Danke. Also die Migranten selbst, wenn ich die jetzt mal so nennen darf, mögen den Begriff Integration seit langem nicht mehr und wollen ihn ersetzen durch Partizipation oder Teilhabe und Anerkennung. Ich folge Ihnen in diesem Punkte, ja. Ich selbst habe auch, und da können wir uns austauschen, untersucht die politische und gesellschaftliche Partizipation von Frauen mit Migrationshintergrund. Und ich selbst kenne mich in den meisten Migrantenmilieus relativ gut aus, zumindest was die formalen Zugehörigkeiten angeht, nicht in allen Einzelheiten, ja. Und wir haben ja auch eine neue Entwicklung durch die Professionseliten, dass die Migrantenorganisationen ihre Sache selbst in die Hand nehmen müssen und partizipieren wollen. Das hat die türkische Gemeinde, die ja Herr Kollat vertritt, schon sehr früh gemacht. Aber mittlerweile Phoenix zum Beispiel,
ja, als Aussiedlerverbund, hat gerade 50 Nebenstellen in Deutschland gegründet mit einem Dachverband. Und ich denke, wir müssen hier einfach mal sehen, das sind keine Unmündigen, die, da haben Sie ja richtig gesagt, da stimme ich Ihnen auch zu, die wir paternalistisch weiter verwalten können. Aber das tun wir aber immer. Wir tun es auf kommunaler Ebene, wenn wir den Migrantenorganisationen Räume zur Verfügung stellen. Ja, wenn wir ihnen helfen, dieses und jenes zu tun, wenn im Moment die Organisationen in Deutschland, jetzt sage ich es extra nicht für die konfessionellen Träger, ich sage jetzt für die Frauen, obwohl ich da in eine schwierige Situation komme, wenn die Fraueneinrichtungen wie Frauentechnik, Frauenmedien, ja, die, denen nämlich im Moment das Geld entzogen wird, weil Frauen nicht mehr als so wichtiges Thema angesehen wird, sondern sich alle um die armen Jungs kümmern. Und zweitens die Migrantendiskussion, die Frauendiskussion überlagert, auf einmal sich alle auf die Migranten stürzen, ohne sich aber wirklich inhaltlich zu nähern und dann im paternalistischen Muster bleiben. Das sage ich jetzt, ich könnte das Gleiche könnte ich auch für die Wohlfahrtsorganisationen sagen, ja, auch für die AWO, aber selbstverständlich auch für die Caritas Diakonie und so. Ich kriege ein Zeichen, dass ich kürzer bleiben muss. Genau, und ich gebe gleich mal weiter. Sie wollten auch eine Frage stellen. Ja, danke. Ja, mein Name ist Sonja Marco und ich leite beim Verdi-Bundesvorstand den Bereich Migration. Und ich möchte zu den hier angesprochenen Punkten nur ganz kurz zu einigen Stellungnahmen. Ich hätte noch mehr. Ich würde aber Sie bitten, lieber eine Frage zu stellen, als Stellung zu nehmen. Das weiß ich zu schätzen, aber wir haben leider Zeitprobleme. Ja. Also ich möchte vor allen Dingen darauf hinweisen, dass alles das, was an Ausgrenzungsfaktoren im Bildungsbereich gesagt worden ist, man letztendlich auch zu den Vertriebenen hätte sagen können, die nach dem Krieg gekommen sind, weil das die sozusagen Deutsche waren und trotzdem diese Ausgrenzungsmechanismen genauso gewirkt haben. Das ist sozusagen die eine Sache. Die andere Sache, auf die ich noch eingehen möchte, ist, ich finde, die SPD sollte da nicht so verzagt sein, denn sie hat ein ganz gutes Vorbild. Im Rahmen der Branchenreformpolitik der 70er Jahre wurde ein ganz bestimmtes Gesetz geändert, nämlich das Betriebsverfassungsgesetz, mit dem Ergebnis, dass Migrantinnen und Migranten nicht nur passiv aktives Wahlrecht in den Betrieben hatten zum Betriebsrat, sondern auch passives Wahlrecht und Betriebsräte wurden. Und nach unserer gewerkschaftlichen Erfahrung ist es so, dass das eine sehr gute Methode war, nämlich gleiche Rechte für alle, um Integration möglich zu machen. Und ich glaube, auf dem Weg sollten wir weitergehen. Da können wir im Laufe des Nachmittags vielleicht noch das ein oder andere sagen. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Ich wollte Ihnen noch mal eine Frage stellen, Frau Busnöning. Und zwar, wir haben die Fachkräfte kurz angerissen. Ich würde gerne von Ihnen als Abschlussfrage, es tut mir leid, wir haben leider, ich habe auch noch mal das Zeichen bekommen. Als Abschlussfrage würde ich gerne von Ihnen zwei Sachen wissen. Die Diskriminierung bei der Jobsuche ist ja nun leider Gottes vorhanden. Das können wir nicht wegdiskutieren. In der vergangenen Woche wurde ein Pilotprojekt gestartet, anonyme Bewerbungen. Ist das eine Sache, die eher zur Regel werden sollte? Und könnte oder sollte man das eventuell auch in dem Ausbildungspakt, der ja nun ganz aktuell ist, vielleicht auch noch mit reinbringen? Also ich finde, es ist ein Versuch wert mit den anonymen Bewerbungen. Ob das gelingt und ob nicht dann in dem Letzten, wenn man dann die Person vor sich sieht. Ich denke, das Grundproblem ist, dass Einstellungen vor allem in qualifizierteren Positionen, ja, Kooptationen sind. Also in der Universität, Sie haben doch nicht die Vorstellung, dass ein Professor oder eine Professorin nur nach ihren Leistungen berufen wird. Sie müssen Leistungen bringen, aber dann kommt die Kooptierung, das heißt, es wird gefragt, ob die Person auch in das Ganze passt. Nicht? Das ist Kooptation. Ja? Und dieses wirkt sich aus und das wirkt sich zum Lasten der Migranten aus. Und das mag in anderen Bereichen auch sein, aber Uni kenne ich ja nun am besten. Und dieses zu überwinden ist unheimlich schwierig und ich weiß nicht, ob es dann in den nächsten... Ich finde, es ist ein Experiment, wo ich sagen würde, ich bin gespannt auf die Ergebnisse und wird sie sehen. Wenn Sie den Ausbildungspakt lesen, dann sind sie eigentlich im defizitären Bereich. Es geht nicht darum, dass Jugendliche, was die Migranten angeht, die Jugendlichen mit Migrationshintergrund diskriminiert werden. Das wird mal angedeutet, dass sie zu wenig sind in einem Halbsatz, sondern man soll die Eltern motivieren.
Die Eltern sind motiviert. Ja? Daran liegt es nicht. Die Eltern müssen vielleicht wissen, wie sie zur Ausbildung noch kommen. Sie müssen Informationen noch zusätzlich haben. Und ich denke, hier sich mal eine offene Bilanz zu machen und sich mal die Untersuchungen des Bundesinstituts für Berufsbildung richtig angucken und festzustellen, woran denn Jugendliche scheitern und dann fragen, wie können wir dann ändern? Das, denke ich, steht im Moment noch aus. Vielen Dank. Ich glaube, der Parteivorsitzende wollte gerade noch ein Wort dazu sagen, oder? Ich wollte nur Herrn Pfeiffer verteidigen, wenn es das schon selber nicht machen kann. Und Sie damit auch fragen. Ich meine, er hat ja im Kern erstmal Befunde vorgestellt und am Ende ist er zur gleichen Konsequenz gekommen wie Sie. Er hat nämlich gesagt, es geht im Kern um Bildungspolitik und eine andere Form der Schulorganisation. Aber ich würde gern von Ihnen noch mal wissen, wo widersprechen Sie ihm dezidiert? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, das erste Kernproblem ist schlechtes Bildungswesen. Und das zweite ist, haben Sie gesagt, auch Ablehnung der deutschen Mehrheitsgesellschaft gegenüber denen, von denen wir Beteiligung in diesem Land erwarten. Ich würde gern wissen, wo Sie ihm widersprechen. Und Ihnen würde ich nur sagen, ich bin immer ein bisschen, zucke immer ein bisschen, wenn jemand gleich weiß, dass einer, der einen empirischen Befund vorträgt, Unrecht hat. Weil wir werden das mal fortsetzen, die Debatte über diese Frage. Aber ich habe dazu auch was erlebt. Als ich das erste Mal gesagt habe, im Jahr 99, 2000, wir haben ein massives Problem mit Jugendlichen aus Aussiedlerfamilien. Weil anders als ihre Eltern hatten sie in der Regel weit weniger Chancen, in Deutschland durch Arbeit integriert zu werden. Das ist nämlich der entscheidende Unterschied zu den Vertriebenen in den ersten Jahrzehnten der Republik. Die sind durch Arbeit integriert worden. Und auch die Spätaussiedler in den ersten Jahrzehnten sind durch Arbeit integriert worden. Ihre Kinder im jugendlichen Alter haben unsere Jugendknäste gefüllt. Als ich das erste Mal gesagt habe, sind auch ganz kluge gekommen und gesagt, das sei ein ganz schlimmer Befund, das sei doch rassistisch und was nicht alles. Das hat natürlich gestimmt und die Antwort der Sozialarbeiter übrigens hat auch gestimmt. Die lautete, wir werden mit denen fertig, aber schickt uns nicht so viele hinterher. Wir brauchen ein bisschen Zeit, um mit denen, die jetzt Schwierigkeiten der Integration haben, umzugehen. Und die haben das übrigens geschafft. Wir haben das bloß ein bisschen versteckter gemacht durch eine Änderung des Grundgesetzartikels. Das haben wir bei den Asylbewerbern gemacht. Beim Thema Spätaussiedler haben wir es anders gemacht. Wir haben einfach höhere Hürden gesetzt dafür, dass man hierher kommen konnte. Ich bin nur dagegen, dass man sofort, wenn jemand einen empirischen Befund hat, erstmal erklärt, das sei rassistisch. Deswegen wollte ich einen für der Erkenntnis zu gewinnen durch das Aufpappen von Etiketten ist meistens relativ gering. Und ich sage Ihnen, da bin ich Experte in der Frage. Aber meine Bitte nochmal, dass Sie nochmal präzise sagen, wo Sie Zweifel am empirischen Befund oder an den Schlussfolgerungen von Herrn Pfeiffer haben. Das wäre, finde ich, am Ende der Debatte ich weiß ja nicht, am Ende beginnt Wissenschaft bei der Methode und nicht beim Gegenstand und beim Ergebnis. Also wo haben Sie Zweifel am empirischen Befund und an der Schlussfolgerung? Also ich meine, jetzt müsste ich ganz stark in die Methode gehen. Ich glaube, das würde mindestens... Ja, ich habe Zweifel an der Methode. Ich habe mit Herrn Pfeiffer vor 2 Wochen in München diskutiert und habe da auch entsprechende Kritik gebracht. Wobei ich nicht gegen Dunkelfelduntersuchungen bin, ja, sondern es sind sehr dezidierte einzelmethodische Sachen, in der Messung von Religiosität, die dann zu dem Ergebnis kommt, dass die muslimischen Frauen weniger religiös sind als die muslimischen Männer, was allen religionssoziologischen Auffassungen widerspricht. Das ist ich würde immer sagen, ich gucke mal an, ob ich einen Messfehler habe. Ja? Also, aber es geht auch weiter. Und bitte, dramatisieren wir nicht. Diese Jugendlichen, die gewalttätig sind, das Wichtigste ist ja das gewalttätige Milieu, in dem die Jugendlichen leben, nämlich ob sie mehr als 5 Freunde haben, die auch gewalttätig sind nach der Studie. Selbstverständlich ist das nicht kausal interpretierbar. Es kann sowohl sein, dass die Jugendlichen, die gewalttätig sind, sich gewalttätige Freunde suchen, als auch, dass gewalttätige Freunde gewalttätig machen. Ich selbst habe ja im Drogenbereich, Drogenabhängigkeit gearbeitet und da auch Modelle, theoretische Modelle entwickelt, wie man Drogenabhängigkeit, die nebenbei nicht höher ist als bei Einheimischdeutschen, ja, aber immer als höher behauptet wird, ja, nach den Dunkelfelduntersuchungen nicht höher ist, wie man die erklären kann. Also ich denke, in dem Praktischen ist es so, bin ich mir mit Herrn Pfeiffer durchaus einig, dass wir das Schulsystem ändern müssen. Also da würde ich überhaupt keinen Unterschied sehen. Ich bin nur der Meinung, dieses Herstellen mit dem Moritz und dem, weiß ich nicht was, ja, und dem Mehmet, ja, da habe ich Probleme.
weil nicht, also ich kann die Welt, also ich meine, Sie müssen sich die einheimisch Deutschen hier, zu denen ich ja auch gehöre, Sie nicht. Nein, ich gehöre, nein. Sie, die müssen sich einfach klar machen, was das heißt, wenn in Frankfurt 71% der Kinder einen Migrationshintergrund haben, wobei die ganz heterogen sind. Ja? Also ich könnte Ihnen jetzt die 180 Nationalitäten nicht mehr aufzählen. Ja? Und ich will jetzt auf gar keinen Fall eine Homogenisierung und sagen 21 einheimisch Deutsche, ja? Und so. Und die soziale Schicht zieht sich durch. Das habe ich doch hoffentlich klar gemacht, ne? Als Merkmal. Ja? Und muss mit berücksichtigt werden. Und die ethnischen Gruppen, das hat Herr Pfeiffer auch richtig gesagt, wir haben erfolgreiche, nicht erfolgreiche. Ja? Und wir können aber teilweise erklären, warum die einen erfolgreich sind, die anderen nicht erfolgreich sind, und dann fehlt es an Erklärung. Aber ich kann nicht sagen, persönliche Verbindungen im Kindergarten, ja? Ich setze also Moritz und Ed Mechmed zusammen, ja? Wenn ich keinen Moritz mehr habe. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Busnünning. Dann werden wir dafür sorgen, dass in Zukunft mehr Moritz und Maxe mit Mehmet, Ali und Aisha zusammenspielen. Egal, wir klären das gleich noch. Meine Damen und Herren, wir machen eine kurze Pause, eine Kaffeepause. Ich würde Sie bitten, wirklich, es ist jetzt auf meine Uhr 14 Uhr, wirklich in 5 bis 7 Minuten wieder hier zurück zu sein, denn wir haben... Ja, dann rauchen Sie da. Ich gehe jetzt auch eine rauchen und das war's, ja? Dann sagen wir 10 Minuten. Gut, um 14.10 Uhr würde ich mich freuen, wenn Sie wieder hier sind, damit wir die anderen Referenten dann weiterhören können. Dankeschön.